Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute zusammen eine Runde Chroniken der Engel. Und mit mir heute dabei, jetzt muss ich mal irgendwie unten mal runterscrollen, der Hotney, der spielt Inariel. Hallo. Guck mal, da ist er auch. Yeah. Und wir haben Feder mit dabei, bevor sie gleich wieder rausfliegt. Sie spielt Centariel. Ich fliege nicht raus. Ich gehe freiwillig. Ja. Also es ist egal, was für ein Medium wir spielen, ob wir über Skype oder über Discord spielen. Feder macht immer das Rein-Raus-Spiel. Ja. Wir haben auch hier Lyriel dabei. Die wird gespielt von Lokis Vibe. Hallo. Ja. Und wir haben Daniel. Der spielt der wird gespielt von D-Rex. So. Hallo. Und last but not least Yamera als Libriel. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, herzlichen Dank nochmal für die tollen Charakterbilder an Züdi. Tolle Arbeit geleistet und uns Charakterbilder gemalt, weil für dieses System man leider nicht so viele passende Bilder findet. So, ja. Wenn ihr noch gar keine Idee habt, was Engel so ist, ich mache jetzt einmal in der ersten Folge nochmal wie allen Preludes eine ganz kurze Einleitung. Kann ja Leute geben, die gucken sich Preludes nicht an, aus irgendeinem Grund. Ja, wir spielen Chroniken der Engel, ein Rollenspiel aus dem Hause. Moment, wo kam es ursprünglich? Auf Feder und Schwert, ne? Ja. Ich zeige euch mal die Weltkarte des Settings. Und da werdet ihr schon erkennen, dass hier vielleicht. Wer macht denn da so einen Lärm bei euch? Moment. Spieler Mute. Ha! So. Ja, gut. Ihr seht vielleicht, dass man hier ein Europa wiedererkennen kann, aber auch nicht so ganz. Das liegt daran, dass wir im Jahre 2654, da ist die Weltkarte hier, wir spielen im Jahre 2655. Und also in der Zukunft Europas, es haben sich mehrere Katastrophen ereignet, um es kurz zu fassen. Und eine der Katastrophen ist, dass die Polkappen abgeschmolzen sind und dementsprechend der Meeresspiegel gestiegen ist. Gleichzeitig ist eine große Krankheit ausgebrochen unter den Menschen. Und zwar die sogenannte Veitstanz-Krankheit, die alle Erwachsenen, alle über 14-Jährigen dahingerafft hat, innerhalb von wenigen Tagen. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern in regelmäßigen Abständen dreimal bis viermal hintereinander. Mit so Abständen von ungefähr unregelmäßig so 40 bis 60 Jahre. Das heißt, wir haben hier eine Menschheit, die, ich kann die Karte mal ganz kurz wieder wegmachen, eine Menschheit, die extrem, Feder wieder rein, raus, ja, eine Menschheit, die hier extrem, reduziert ist in ihren Kenntnissen, denn was passiert, wenn man, einer Gesellschaft sämtliche über 14-Jährigen ab komplett wegradiert und nur noch Teenager und Kinder überbleiben, das könnt ihr euch selber ausrechnen. Ja, die dritte große Katastrophe, die alle gleichzeitig passiert sind, ist, dass sogenannte Fegefeuer ausgebrochen sind. Das sind riesige Flammensäulen, die sich auch in Bewegung gesetzt haben. Wenn ich die Karte nochmal einblende, seht ihr auch diese schwarzen Linien. Das sind die Gebiete, durch die das Fegefeuer schon durchgezogen ist. Und das Fegefeuer hinterlässt verbrannte, tote Erde und auch Luft und Wasser.
Und das sind große Gebiete, in denen sich kein Lebewesen am Leben halten kann. Jedes Lebewesen, was dort in diese Gebiete hineingeht, ist noch nie wieder zurückgekehrt und elendlich verendet. Das hat auch dazu geführt, dass man, wie man sieht, zum Beispiel hier bei Korsika keinen Kontakt mehr hat, weil das Fegefeuer einmal um Korsika rumgelaufen ist. In den Osten nach Russland hat man keine Verbindung, weil da das Fegefeuer ist. Im Süden in Afrika ist ebenfalls ein Fegefeuer unterwegs, da kriegt man auch keinen Kontakt mehr. Im Norden hat man das Problem, dass in Skandinavien auch ein Fegefeuer wütet. Was mit dem Westen ist und mit Amerika, da weiß kein Mensch mehr, was da ist, denn ja, 14-jährige Kinder können keine Flugzeuge fliegen und keine Schiffe fahren, die so weit fahren. Und ja, keine Ahnung, was da so in Amerika los ist. Und ja, gleichzeitig ist aus diesen toten Gebieten, die das Fegefeuer hinterlassen haben, sind Kreaturen des Bösen herausgestiegen, nämlich sogenannte Traumsaat-Kreaturen, die Kreaturen des Herrn der Fliegen, dem Widersacher Gottes, herausgeschossen in allerlei Form, meisten davon insektoid, und haben angefangen, die Menschen anzugreifen. Und ja, was passiert, wenn 14-jährige Teenager und Kinder mit der Landüberflutung, dem Verlust aller Erwachsenen und mit dem Angriff von monströsen, riesigen, insektoiden Wesen zu tun haben muss? Das ja, kann ja nur in der Katastrophe enden, und das ist es eben auch. Und die Menschheit wäre beinahe ausradiert worden, wäre da nicht ein ja, von Gott auserwähltes Kind gewesen, Petrus Secundus, der ja, von Gott auserwählt ist und seit über 100 ja, Jahren nicht mehr gealtert ist und Gott angefleht hat, Hilfe zu schicken. Und Gott hat ihn erhört und hat die Engel auf die Erde entlassen zum Schutz der Menschheit. Und ja, einige dieser Engel spielen heute meine Spielerinnen und Spieler. Und ja, das ist grob das Setting, in dem wir uns befinden. Europa des Jahres 2655. Eine große Sache hat ja, die Gesellschaft, die inzwischen aufgebaut wurde durch Petrus Secundus, ist die Kirche an die Macht gekommen, eine neu gegründete Kirche, die sogenannte angelitische Kirche, die mit Unterstützung der Engel ja die politische Macht innehält in Europa und gegen alles und jeden vorgeht, der mit dem Herrn der Fliegen irgendwas zu tun haben könnte, gegen Gott lästert oder gegen die Kirche lästert. Und die Engel und die Templerheere der Kirche haben es auch geschafft, die Traumsaatkreaturen zurück ins Brandland zu vertreiben. Ja, das heißt, die Kirche als einziges. Feder, tut mir ein bisschen leid. Ja. Die Kirche als einziges Allheilmittel gegen die Traumsaat, zumindest momentan noch, hat natürlich dann auch ihre Machtstellung ausgebaut und hat ebenfalls Regeln erlassen, denn die Menschheit hat natürlich eine Ahnung, warum es zu diesen Katastrophen gekommen ist. Unter anderem ist das auf diese verächtliche und verderbliche Lebensweise der vorsintflutlichen Menschheit zurückzuführen. Denn die haben quasi die Fegefeuer und den Veitstanz durch ihre Lebensweise, die von Gott abgewandt war, ausgelöst. Und deswegen versucht die Kirche, eine neue, gottgefällige Lebensweise für alle Menschen durchzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Lesen und Schreiben nur für die elitären Menschen und Geschöpfe zugänglich ist. Also das Lesen und Schreiben an sich ist Hort des Bösen und der Versuchung. Wer das Prelude von Lyriel gesehen hat, weiß das vielleicht ein bisschen. Ja, und ja, und Technikverbot gibt es auch. Alles, was Technik ist, ist verboten. Wo und was jetzt genau Technik ist, da scheiden sich die Geister. Das muss im Einzelfall geklärt werden.
Grob geschätzt kann man sagen, alles, was man ja, was irgendwie mit Maschinen oder sonst irgendetwas zu tun hat, ist verboten. Ja, ob jetzt schon so ein Flaschenzug oder sowas auch schon Technik ist, da, wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Aber es gibt auch Menschen, die gegen die Kirche arbeiten, die Technik nicht aufgeben wollen oder nicht oder die alte, verschollene Technik bergen und nutzen wollen. Das sind natürlich Ketzer, die ausgebrannt und vernichtet gehören, denn sie verstoßen gegen alle Gebote der angelitischen Kirche. Ja, das ist grob das Setting, in dem wir uns bewegen. Europa 2655. Ein ja, von Wasser, von den Fluten der zweiten Sinnflut heimgesuchtes Europa mit etwas anderem Klima, als wir das jetzt heute gewohnt sind. Es ist eher tropisch. Ja, und es regnet viel, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Und wir starten heute in das Abenteuer mit unserer Engelsschar. Ein Jahr nach den Preludes der einzelnen Engel. Wenn ihr die nachschaut, könnt ihr die ersten Tage, Wochen und Monate der Engel jeweils nachvollziehen. Und heute starten wir in der großen Hauptstadt Europas oder generell der Welt, ja, Roma Aeterna. Wenn ich die Karte nochmal aufrufe, könnt ihr ja sehen, das kann man schlecht lesen, aber ich denke, ihr wisst, wo Rom ist. Da ist Roma Aeterna, einer der Himmel der Engel, denn jeder Engelsorden hat einen eigenen auf Erden erbauten Himmel, befindet sich in Roma Aeterna, nämlich der Himmel der Michaeliten, derer, die da sind wie Gott. Und gleichzeitig ist Roma Aeterna natürlich Sitz von Petrus Secundus, dem Papst. Und ja, alle Engel, die wir hier dabei hatten und die ihr im Prelude ja schon kennengelernt habt, waren im letzten Jahr unterwegs und haben sich einer Schar angeschlossen. Auch aus irgendwelchen Gründen, aus vielfältigen Gründen, wie wir vielleicht heute noch erfahren werden, hat das alles nicht so genau hingekauen mit der ersten Schar, deren sie zugeteilt wurden. Sie haben sich zwar alle heldenhaft auf die ein oder andere Weise verhalten und dadurch eine Auszeichnung von Petrus Secundus verdient, die vor wenigen Tagen ihnen verliehen worden ist, denn sie haben das Sigil bekommen, eine hohe Auszeichnung für Engel. Aber sie haben keine eigene Schar mehr und erwarten nun in Roma Aeterna die Zuweisung zu einer neuen Schar, denn nur in der Schar sind Engel stark und können ihrer Aufgabe vernünftig nachkommen. Ach, eine Sache noch. Zur Hintergrundwelt, wenn ihr umgeguckt habt, Skandinavien, da ist ja das Fegefeuer durchgezogen. Dort befand sich noch bis vor kurzem der Engelhimmel der Rameliten, ein weiterer ja, Himmel, ein weiterer Engelsorden. Und dieser Himmel ist komplett durch Raguliten, nicht Rameliten, Entschuldigung, ja, vertan. Raguliten, nicht Rameliten, ja. Ja. Der befand sich in Trondheim und das Fegefeuer, was ihr da auf der Karte sehen konntet, ist einmal komplett über den Himmel hinweg gerauscht und hat alles und jeden vernichtet, was damals in Trondheim war und natürlich Brandland hinterlassen. Ja, kompletter Engelsorden ausgelöscht. Das ist schon der zweite Engelsorden, der ausgelöscht wurde, obwohl beim anderen weiß man es nicht so genau, denn der andere Himmel war auf Korsika und jegliche Kommunikation nach Korsika ist aufgrund des Brandlandes, was um Korsika herum ist, komplett unterbunden. Das heißt, es ist gerade großer Aufruhr in der Kirche und ja, die Kirchenoberen sind ja, sehr beschäftigt und seit dem großen Krieg gegen die Traumsaat, wo es der Kirche gelungen ist, die Truppen des Herrn der Fliegen zurück ins Brandland zu schlagen, waren nicht mehr so viel Aufleben in den oberen Etagen der Kirche. Und das zeigt sich auch bis in jede Schar hinein und sicherlich auch in euer Leben.
Und ja, wir können ja mal fragen, was ihr so seit der Siegelvergabe vor einigen Tagen so in Roma Aeterna so macht und wie es euch ergangen ist in dem Jahr. Oder ob ihr da, in welchem Gemütszustand ihr da gerade jetzt in Roma Aeterna seid. Seid ihr da gerne oder wollt ihr da lieber ganz schnell weg? Seid ihr froh, dass ihr eine neue Schar bekommt oder seid ihr da nicht so froh drum und würdet lieber in eurer alten Schar bleiben? Ja, wer mag denn mal beginnen von euch, seine Gefühlslage mal ein bisschen zu beschreiben? Ich. Ja, Hier. Inariel. Ah, gut. Gefühlslage. Aufgeregt ein bisschen. Also vor allen Dingen, weil Roma Aeterna ist groß. Das ist schon mal ein ziemlicher Vorteil. Es ist wenig Natur, das ist ein ziemlicher Nachteil. Aber wenn man schnell genug rausfliegt, dann hat man ja Wildnis und das ist wieder dann spannend. Aber was hier ganz spannend ist, ist, dass hier ganz viele Leute sind, die reden und sich unterhalten. Und wenn man einfach sich irgendwo hinsetzt auf so ein Dach oder so, dann kann man den Leuten zuhören. Die sind dann da an den Marktständen und verkaufen Sachen. Das ist ziemlich spannend. Manchmal lügen die sich auch an, die Menschen. Aber naja, wie ich hierher gekommen bin, ist eigentlich, war das letzte, ich habe eine Schar bekommen. Eine erste Schar. Und das war erst spannend, obwohl ich nicht mit allen so gut klarkam. Die Ramielitin war so still und weiß ich nicht. Wir haben kaum ein paar Sätze gesagt in der letzten Zeit. Das war merkwürdig. Aber ich kam sehr gut mit der Raphaelitin aus. Sie war neugierig wie ich und haben viel zusammen gemacht. Aber wir mussten weit draußen ein Kloster beschützen. Das war eigentlich ziemlich langweilig. Wir hatten ziemlich wenig zu tun und naja, der Vorteil ist, ich kann jetzt die Sprache der Menschen ein bisschen, weil mir war langweilig, also habe ich mich mit ihnen unterhalten. Und ja, ich hab unseren Michaeliten dann gefragt, was wir tun sollen, aber wusste das auch nicht so genau. Bis es dann zu dem Tag kam, dass wir Flüchtlinge aufgenommen haben. Die wurden von der Schrottbaronin, wie sie gesagt haben, angegriffen. Das war also natürlich schade für die Menschen, aber das war wieder spannend, weil da wieder viele Leute waren. Ihr versteht schon, das ist interessant, viele Leute zu sehen. Aber naja, die Truppen der Schrottbaronin sind hinterhergekommen und es kam zu einem Kampf. Der Kampf war schwer und es sind viele Menschen gestorben. Wurde verletzt unter anderem. Das Kloster ist abgebrannt, aber wir konnten ein paar Menschen verteidigen. Das hat wenigstens dazu geführt, dass ich die große Ehre von Petrus Secundus erhalten habe, ein Siegel zu erhalten. Aber man hat uns gesagt, dass wir als Schar nicht gut zusammengearbeitet haben. Jetzt kriege ich eine neue Schar. Und das ist irgendwie gut, aber eigentlich wollte ich aber auch mit der Raphaelitin zusammenbleiben. Die ist jetzt mit dem Gabrieliten weiter zusammen, wie ich mitbekommen habe. Vielleicht kriege ich eine tolle Schar. Ja, ich erkläre noch mal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Unsere Engel sind auch keine ausgewachsenen Gestalten. Sie sehen aus wie ja, knapp 12-Jährige. Daniel ist ein bisschen älter. Ja, Gott der Herr hat versucht, die Engel möglichst ja, harmlos für die Menschen wirken zu lassen, damit sie nicht in Furcht vor ihnen davonlaufen. Aber Inariel, beschreib doch mal ganz kurz, wenn du schon dann so scharf auf eine neue Schar bist, was hast denn du für eine Aufgabe in der Engelsschar? Ich bin Erkundschafter. Ich finde Wege. Und ich habe gute Augen. Weil Uriel war auch so. Das ist auch das Zeichen des Uriel. Man sieht das Auge. Unsere Aufgabe ist es, die Wege zu finden, die Übersicht zu behalten.
Wir sind gute Flieger. Und deswegen habe ich auch... Ich habe einen Bogen dabei, damit kann ich von der Ferne die Kreaturen der Traumsaat besiegen. Gut, ja. Dann wissen wir, was Inariel macht. Auf Häuserdächern sitzen und Menschen beim Feilschen beobachten und belauschen. Mhm. Der Mann sagt, dass er 5 Kinder hätte, das stimmt gar nicht. Ich habe ihn nach Hause verfolgt, er hat nur 2. Ja. Was allerdings schon ziemlich wenig ist, denn Kinder sind das große Hab und Gut aller Menschen inzwischen. Kinder sind hoch angesehen in der Kirche und generell in der Gesellschaft, denn man hat noch die Erfahrung im Kopf, alle Erwachsenen sterben von heute auf morgen. Und das heißt, um die Menschheit zu sichern, müssen viele Kinder geboren werden. Ja, Lyriel, was machst du denn so heute in Iruma Interna? Ja, ich mag die große Stadt nicht so gerne und im Grunde, also ja, ich fand es natürlich schon gut, das Siegel zu erhalten, aber ja, trotzdem bin ich da einfach nicht gerne und im Grunde nutze ich jeden einzelnen Flecken Grün, den ich da finde, um mich irgendwie abzulenken und ja, weiß nicht, gucke, ob ich alle Pflanzen kenne, die da sind und wenn ich die nicht kenne, dann ja, gucke ich mir die genauer an, zerreibe die Blätter, riech dran, ja, versuche halt rauszufinden, ob die sich zu irgendwas nutzen lassen und ja, beschäftige mich hauptsächlich mit Pflanzen. Weil ja, in der ersten Schar, ja, also es lief lange Zeit ziemlich gut und dann... Nicht mehr so. Ja, dann lief es plötzlich sehr, sehr schief und es gab da einen Ramieliten, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und es ist dazu gekommen, dass er sich vor mich gestellt hat und jetzt ist er nicht mehr und ja, deswegen wurde beschlossen, unsere Schar aufzulösen und ja, das lastet mir immer noch ein bisschen auf der Seele und ja, ist auch noch nicht ganz so lange her. Ja. Das heißt, Lyriel bläst Trübsal im großen Garten des Michaelshimmels. Ja. Okay. Und was hast du für eine Aufgabe in einer Schar? Ja, meine Aufgabe ist es, was es eigentlich noch schlimmer macht, ist, ich bin die Heilerin und ich habe, ich sollte eigentlich alles heilen können, was anfällt. Und ich habe es auch versucht, aber es ging einfach nicht. Und ja, das macht es eigentlich noch schlimmer für mich, weil ich halt nicht helfen konnte. Und ich habe es versucht, bis ich fast mitgestorben bin. Es ging einfach nicht und der Urielit in meiner Schar hat mich dann noch weggezogen, damit sie mich nicht auch noch verlieren und ich nicht auch zum Herrn zurückkehre. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin dazu da zu heilen. Ich kann auch, ja, ich kann Engel quasi stärken, ich kann aber auch vor allem unseren Gegnern Kräfte wegnehmen. Dafür braucht es aber eine Berührung. Und ja, Kampf ist nicht so meins. Nein. Okay, ja. Liberiel, was machst du in der großen Hauptstadt Europas? Und wie geht's dir gerade? Ich? Ja. Natürlich, ich gebe gerne einen Bericht ab über das, was ich die letzten Tage getan habe, wenn das gefordert wird. Ich habe hier ein wenig Zeit, um mich meinen Studien zu widmen. Ich habe viel Wissen aus dem freien Land bergen können und bin dabei, dieses niederzuschreiben. Wer mich sucht, findet mich in einem der oberen Stockwerke der großen Bibliothek. Dort an einem Tisch am Fenster stapelt sich neben mir bereits die Pergamentbögen. Das sind alle
die Verschriftlichungen von dem Wissen, das ich erworben habe. Das ist auch das, was meine Aufgabe ist als Ramilitin. Wissen sammeln, Wissen suchen, entscheiden, wer für welches Wissen bereit ist und dieses dann weitergeben an denjenigen, der dafür bereit ist. Und was ich das letzte Jahr über gemacht habe, nun, auch ich war einer Schar zugewiesen worden. Und zu meiner Freude, muss ich sagen, war mein Einsatzort gar nicht so weit weg von Roma Aeterna. Gerade mal ein kleines bisschen mehr als 200 Kilometer. Da musste ich dann nicht so weit fliegen. Das war gut. Wir waren in einem Kloster untergebracht, einem, das über Minen gewacht hat, das Kloster San Silvestro. Dort gab es, also das Kloster steht ziemlich oben auf einem Berg drauf. Sonst wäre es, als in der Vergangenheit das Wasser stieg, wohl mit untergegangen. Aber weil es ganz oben lag, ist es erhalten geblieben und die Minen haben neue Zugänge bekommen im Laufe der Jahre und nun, dort wird weiterhin Kupfer und Silber gefördert. Dort ist es eigentlich recht ruhig, nur ab und zu gibt es Schwierigkeiten mit Dingen, die aus dem Meer kommen. Aber dem sind wir immer Herr geworden. Und dann haben die Minenarbeiter einen Hohlraum gefunden. Ziemlich genau unter dem Kloster lag er. Und dort haben sie versteckte Bücher gefunden, die wohl früher dort in Sicherheit gebracht wurden. Uralte, in Leder gebundene Exemplare. Und dann musste ich sie, also meine Schar und ich, sie sichten, dort herausholen und ich musste entscheiden, ob sie an meinen Himmel gehen, also den Himmel der Ramiliten in die große Bibliothek, oder ob vielleicht ein älterer Engel drauf gucken sollte, ob sie vielleicht nicht lieber vernichtet werden sollten. Das war immer sehr spannend, weil nun bei jedem Wissen ist immer das Risiko, dass es ein verseucht, ein korrumpiert und zum Herrn der Fliegen lockt. Und da muss man dann achtsam sein. Deswegen oblag es auch meiner Pflicht, die Bücher zu sichten und eine Vorentscheidung zu treffen. Und ja, aber was dort noch in der Bibliothek war, das war ein Nest von kleinen, widerlichen, säurespuckenden Krabbeldingern. Und wir mussten dort kämpfen, damit die Minen halt weiter genutzt werden können. Wir haben Unterstützung bekommen von den menschlichen Rittern. Und gemeinsam haben wir das Nest dann ausgehoben und beseitigt. Und die Minenarbeiter können jetzt weiterarbeiten. Und als Dank haben wir, oder als Belohnung, haben wir die nächste Stufe unserer Engelsweihe erhalten. Darum bin ich jetzt wieder in Roma Aeterna. Aber ich wurde auch von meiner Schar getrennt. Denn da sie sich im Kampf so gut verdient gemacht haben, sollen sie an andere Einsatzorte gehen. Näher dorthin, wo das Kämpfen auch wichtig ist. Ich mache mir ein wenig Sorgen um sie. Aber Curariel, unsere Orielitin, die sie war, hat versprochen, dass wir versuchen, Kontakt zu halten. Sie ist des Schreibens mächtig, was auch nicht ganz alltäglich unter den Engeln ist. Ich hoffe, dass uns das möglich ist, in Kontakt zu bleiben. Tatsächlich ist meine Schar, naja, ganz angenehm gewesen. Unser Michaelit war ein sehr fröhlicher Geselle, der einzige Junge in der Runde. Wir anderen waren nur Mädchen. Das war angenehm. Auch. Nun ja, so richtig Freundschaften sind nicht entstanden. Mal sehen, wie es mit der neuen Schar wird. Aber ich muss jetzt weiterschreiben, weil ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich hier noch habe. Ja, schreib du mal weiter. Und wir fragen Daniel mal, was er gerade tut und wie es ihm gerade geht. Ja, Daniel hat gerade dieses Siegel erhalten und eigentlich
müsste ich es mit Stolz tragen, doch so ganz zufrieden bin ich damit nicht, denn aus unserer Schar haben nicht alle dieses Siegel erhalten, denn unsere Schar ist nicht vollständig von der Front zurückgekommen. Wir haben an der Front tapfer und sehr gut koordiniert gekämpft bis zu diesem einen Ereignis. Dort hat ein Traumsaatbiest Manakel getötet, unseren Raphaeliten, diesen nutzlosen Heiler. Und deshalb sind wir zurück nach Roma Aeterna gekommen und nun werden wir neu aufgeteilt in eine neue Schar. Und damit das nicht wieder passiert, habe ich mich mit anderen Gabrieliten zusammengetan, um ein bisschen an meinen Kampfkünsten zu feilen. Und dort führen wir jetzt Trainingskämpfe aus. Was ist deine Aufgabe in der Schar? Als Bester der Besten, der Besten, der Besten, der ich nun mal bin, ist es natürlich meine Aufgabe, den Zorn Gottes unter die Ketzer und die Traumsauer zu tragen und sie mit dem reinigenden Feuer Gabriels auszubrennen. Ein Todesengel also, ja. Ja, kommen wir zum letzten oder zur letzten im Bunde. Zetariel, was machst du in Roma Aeterna, der Hauptstadt deines Ordens? Ja, also du bist quasi zu Hause, ja. Und fühlst du dich denn auch zu Hause oder wie ist das da gerade so bei dir? Im Moment fühle ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe alle Gefühle, die in mir sind oder waren, erkalten lassen. Und eigentlich bin ich auch noch nicht wirklich lange zurück. Gerade mal ein paar Wochen. Nachdem ich sehr lange als verschollen galt, beziehungsweise gefallen. Und in diesen paar Wochen, in denen ich zurück bin, habe ich einen Bericht abgegeben, was damals passiert ist mit mir. Ich habe über den Vorfall gesprochen. Ich habe erzählt, was ich danach getan habe. Und dann hat man mir ein Signum dafür erteilt, dass ich alleine über ein Dorf gewacht habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen das richtig gedeutet haben. Naja, ich habe mich nicht zurückbegeben zu meinen Brüdern und Schwestern. Eigentlich habe ich die ganze Zeit, die ich hier bin, oben in der großen Kathedrale gesessen, auf einem Sims. Die meiste Zeit in tiefer Meditation. Ich habe kaum gegessen, kaum getrunken, weil ich es nicht muss. Schlafen kann ich nicht, deshalb meditiere ich und habe darauf gewartet, dass man mir sagt, was als nächstes mit mir passieren soll. Und vor kurzem hat man mir mitgeteilt, dass mir eine neue Schar zugeteilt wird. Was dazu geführt hat, dass, naja, ich irgendwie versuche, mich darauf vorzubereiten, eine neue Schar zu bekommen. Eigentlich hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich nochmal eine Schar zugeteilt bekomme. Nicht seitdem, was damals passiert ist, aber jetzt sitze ich hier, ein bisschen wie die Steinengel, die als Verzierungen an den Außenmauern sind, und warte. Und bete. Sehr gottesfürchtig, warten und beten. Und ja,
Lange musst du nicht warten. Du bist die Erste, die man in das große Besprechungszimmer ruft. Ja, dann verlasse ich meinen Posten. Schwebe so elegant, wie es mir möglich ist, in einem seichten Bogen hinab und mache mich auf den Weg in das Besprechungszimmer. Ja. Vor der Tür Haltung annehmen, ein bisschen zu der alten selbst und der mich an meine Ausbildung erinnernd. Flügel eng angelegt, damit ich durch die Tür passe. Oh, die werden auch immer größer, warum auch immer. ja. Wachsen halt. Ja. Warum? Wir sind groß genug. Sei mal froh, dass du nicht so riesen Flügel hast wie Liberiel. Naja, und die kennst du ja noch gar nicht. Ja, die große doppelflügelige Tür zu diesem Engelsbesprechungszimmer mit den Ornamenten versetzt. Es ist eine Stahltür, also schmiedeeisernen vielleicht, nicht Stahl, schmiedeeisern, mit Verzierungen, eingegossenen Szenen aus heiligen Schriften, Szenen von Engeln, wie sie Traumsaatkreaturen vernichten. Andere heilige Taten, die hier als Stilikonen, als Bilder dargestellt sind. Und die Türgriffe sind die großen Schwerter von zwei Gabrieliten. Und wenn du die Tür aufstößt, nicht verschlossen ist, macht kein Quietschen, kein Knarzen, schwingt behende auf. Sie sieht zwar schwer aus, diese Tür, aber sie ist unglaublich sanft und weich und schwingt quasi so und ohne viel Drücken und ohne viel Kraft Aufbringung vor dir auf. Und trittst in dieses große, golden verzierte Zimmer. Überall hängen wertvolle Wandteppiche und Stickereien an den Wänden. Goldene Kandelaber. Marmor. Die ganze Pracht des michaelitischen Himmels hier in einem Zimmer zusammengefasst. Und es ist der Warteraum für neue Scharen. Die kennt ihr alle, weil ihr euch alle da schon mal getroffen habt in einem ähnlichen Raum. Ja. Ein Monarch steht mit einer großen Papyrusrolle in der Hand, ein ramelitischer Monarch, ein michaelitischer Monarch, im Gespräch vertieft, an einem großen Buntglasfenster, durch das das Licht des Mais und die warme Sonne hereinfällt. Und sie scheinen dich gar nicht zu bemerken, als du eintrittst. Ich trete ein, mach die Tür hinter mir zu. Tür schwingt zu und fällt ins Schloss, aber auch hier nur ein ganz sanftes, ganz leises Klicken, was du dieser schweren Tür nicht ansehen würdest. Ehre sei Gott in der Höhe. Ich melde mich zum Dienst. Blicken sich um. Ah, Zitariel. Wir haben gerade noch einmal deinen Bericht gelesen. Haben Sie noch Fragen? Nein, nein, du warst sehr ausführlich. Gut. Du bist bereit für eine neue Schar? Wenn es das ist, was ich tun muss, um Gott zu dienen, natürlich. Nun, mein gewährter und geschätzter ramelitischer Bruder, Bruder Archos, hat eine Liste zusammengestellt mit möglichen Kandidaten. Wir wollten sie mit dir gegen besprechen.
Ich nicke. Ich verschränke die Arme so hinterm Rücken. Tritt dann näher. Uns ist bewusst, dass du wahrscheinlich nicht alle Engel auf diesem schönen, gottgegebenen Erdball kennst. Aber nun, vielleicht kommen dir einige Namen bekannt vor aus irgendeinem Hörensagen oder so. Und vielleicht hast du sie kennengelernt. Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Bewertungen dazu geschrieben. Der ramelitische Monarch, der ist ein älterer Mann mit kurz geschorenem Bart, aber Altersflecken schon auf der Backe und auf der Stirn. Eine Tonsur auf dem Kopf, ob sie jetzt freiwillig oder wahrscheinlich nicht freiwillig ist, weiß man nicht so richtig. Das graue Haar jedenfalls nur ein Ring um die Pläte oben. Reicht dir die Schriftrolle? Und du hattest gesagt, eben als wir uns irgendwie einen Kurs vorher unterhalten haben, du hast dir Notizen gemacht zu all den Engeln nach den Preludes. Ja, hab ich. Verdammt, hätte ich doch nur nichts gesagt. Ja, ich denke, davon werden einige Informationen auf diesem Papyrusrolle stehen. Mhm. Ja, sehr gut. Dann werde ich die auf jeden Fall überfliegen. Ich würde es bevorzugen, wenn meine neue Schar bereits Kampferfahrung hat. Also, dieser hier und dieser hier fallen raus. Sie waren noch nicht an der Front. Ja, Kampferfahrung. Vielleicht sollten wir dir erst einmal die neue Aufgabe zukommen lassen, die wir uns ausgesehen haben für deine neue Schar. Wir werden keine Schar für die Front gebrauchen diesmal. Zumindest noch nicht. Welche Aufgabe ist vorgesehen? Nun, wir brauchen eine Grenzsicherungsschar. Welche Grenze? Die neue Grenze oben im Norden, wo das Fegefeuer durch Trondheim gerast ist. Im skandinavischen Raum sind alle Menschen aufgebracht. Tausende Engel sind in dem Fegefeuer verblieben. Das Brandland ist noch ungesichert. Viele haben sich von der Kirche dort abgewandt, aufgrund dessen, was sie gesehen haben und erlebt haben. Wir brauchen Außenposten dort. Wir brauchen starke, repräsentative und leuchtende Beispiele für unsere Kirche, auf dass die Menschen dort wieder in den Schoß der Kirche zurückkehren, sollten sie es gewagt haben, sich abzuwenden. Und wir brauchen das Wissen und die Fähigkeiten, um dort eine heilige Stätte zu errichten, nehme ich an. Ich denke, Kampf wird durchaus möglich sein, wenn man gegen Ketzer dort kämpft. Aber du solltest deine Schar mit Bedacht auswählen und auch Scharmitglieder einplanen, die sich auf den Aufbau und die Repräsentation verstehen. Diese Ramielitin, Libriel, sie hat unter anderem den Schwerpunkt Baukunst und Diplomatie? Ja. Dann ist sie doch wie geschaffen für diesen Auftrag. Was soll das heißen, sie ist nicht die ausdauerndste Fliegerin? Ja. Das sind die Berichte ihrer alten Schar. Sie fliegt nicht gerne. Eigentlich nie. Wenn sie nicht muss. Zitare macht sich eine gedankliche Notiz. Vielleicht eine gute Aufgabe, um diese lange Reise in den Norden anzutreten. Ich werde mich ihrer annehmen. Aber ihre Qualifikationen auf dem Gebiet hast du gut erkannt, Zitariel. Ihre Kenntnisse in Architektur werden dir sicher nützlich sein. Das ist richtig.
Dieser Daniel hat sich sowohl im Einzelkampf als auch im Scharkampf hervorgetan, sehe ich hier. Er hat in der Front im Osten gedient. Das ist gut. Dann sind wir schon zu zweit. Ich werde ihn mitnehmen. Gut. Was ist mit diesem Speer hier? Inariel. Hier steht, er sei umtriebig. Sind es nicht alle seines Ordens? Nun ja, wenn es bei einem Urieliten besonders hervorgehoben wird, dann scheint es mir doch eine besondere Bewandtnis damit zu haben. Wie auch hier kann ich nur auf die Berichte des Rameliten seiner ehemaligen Schar zurückgreifen. Es ist das, was ihm aufgefallen ist und was er mehrmals deutlich betont hat. Mhm. Du bist gemutet, wenn du was sagen willst. Cetariel fährt mal mit dem Finger so über den Absatz, nicht unbedingt befehlshörig. Aber ausgezeichneter Langflieger, großartiger Speer und auch bei Nachtflügen zu gebrauchen. Das gleicht das halbwegs wieder aus. Man muss halt nur eine feste Hand haben. Naja, ein Versuch ist es wert. Dann kommen wir jetzt noch zu den Raphaeliten. Ja, es sind 5 auf der Liste. Ja. Wir haben besonders viele über inzwischen. Hier scheint mir eine besonders viel Erfahrung mit Geburten zu haben. Wenn wir in die Randlande gehen, dort sollte die medizinische Versorgung sehr schlecht sein. Das heißt auch, die Überlebenschancen. Ich hätte nicht erwartet, dass er die Hebamme nimmt. Nun, auch in den Randgebieten werden Kinder geboren. Und ich habe festgestellt, dass die Menschen am schnellsten Vertrauen schaffen, wenn man sich gut um ihre Kinder kümmert. Ja. Weise. Ja, ich denke, diese Lyriel wird das Ganze gut ergänzen. Hier steht, sie ist besonders sanftmütig und geduldig. Das passt sehr gut zu der, um auszugleichen, was der faule Ramielit und der umtriebige Urielit und dieser hitzköpfige Gabrielit so mitbringen, nicht wahr? Nun, zum Ausgleichen werde wohl ich eingreifen müssen. Aber wir werden sehen. Unterstützung kann nicht schaden, nicht wahr? Die Zacken eines Sterns müssen in alle Richtungen gleich lang sein, damit er als symmetrisch gilt, nicht wahr? Wie aus dem Lehrbuch gesprochen. Sie ruckt so ein bisschen an ihrem Schulterschutz, auf dem halt ein großer Sternhimmel zu sehen ist, mit einem sehr großen Stern, über den allerdings eine Scharte läuft. Das schöne Bild ist in der Mitte quasi geborsten und sie hat sich anscheinend noch nicht darum gekümmert, den auszumerzen. Dann ist die Schar komplett. Sie rollt die Schriftrollen zusammen. Soll ich veranlassen, dass man sie erholt, oder möchtest du sie selber zusammensammeln? Es wäre gut, wenn sie hierher kommen. Ich weiß nicht, wo in Romalterna sie sich herumtreiben. Dann werde ich veranlassen, dass sie in gut einer Stundenkerze hier eintreffen. Ja. Der Ramelit verbeugt sich, greift dann kurz in den Rücken, weil sie wieder hochkommt, und schlurft aus dem Zimmer heraus. Durch die große Tür. Wenn ihr noch genaueres zu unserem Auftrag habt, wende ich mich an den Mann meines Ordens. In der Tat.
Wir haben dort eine Siedlung ausgespäht, nahe am Brandland, in der Nähe von Trondheim. Ehemals ein Bauerngut, ein Gutshof, der die Stadt und den Himmel mit Getreide versorgt hat. Was unsere Späher ausgeschundschaftet haben, ist, dass er inzwischen ausgebaut wurde, mit Mauern versehen und mehrere neue Gebäude wurden errichtet. Allerdings hat man die Anhänger unseres Ordens verscheucht, als wir dort ankamen. Ich würde dort ganz gerne beginnen. Es ist eine Herausforderung, dieses Gut zu säubern. Aber dann ein starker, jetzt schon ausgebauter Stützpunkt, den man mit einiger Mühe bestimmt noch zu einigem Guten herrichten kann. Ich werde mir die Gegebenheiten vor Ort ansehen müssen, um festzustellen, wo wir eventuell noch befestigen müssen. Ja. Aber ja. Ich bin sicher, dass wir Inariel eine Karte zukommen lassen können und er wird den Weg sicherlich finden. Das wäre hervorragend. Brüllheim heißt dies kleine Anwesensdorf. Brüllheim. Zitariel vermerkt sich das. Wollt ihr den ganzen Weg fliegen? Ja. Gut. Allerdings kann es sein, dass wir erst in vielleicht ein oder zwei Tagen aufbrechen, je nachdem. Es wird eine sehr, sehr lange Reise sein. Nun, denk daran. Ich werde dafür Sorgen tragen, dass wir Pausen einlegen. Nicht mehr als nötig. Skandinavien ist eine Insel, ihr erinnert euch. Es wird eine große Reise über das Wasser sein. Das ist richtig. Ich würde noch einmal sicher gehen. Wir statten euch mit allem aus, was ihr benötigt. Eure Schar wird sicherlich ohne Probleme dorthin fliegen können, aber sobald ihr übergesetzt seid, habt ihr natürlich auch auf die Ressourcen der angelitischen Kirche Zugriff. Vielleicht ein paar Templer, ein paar Monarchen, raphaelitische Heiler. Ihr könnt euch als Schar gerne überlegen, was ihr mitnehmen möchtet und wie ihr die Versorgungslinie organisieren wollt, das überlasse ich euch. Ich werde mir auf dem Hinweg Gedanken dazu machen, sobald ich weiß, wie genau die Landschaft dort aussieht. Sehr wohl. Nun, ich ziehe mich dann zurück. Ich habe noch eine andere Schar einzuweisen. Gott mit euch. Und mit dir, Engel. Verneigt sich vor dir, geht und lässt dich alleine in diesem prunkvollen Raum. Ja. Sobald er weg ist, ist so ein bisschen so, als wäre die Luft aus Zitarie rausgelassen worden. Sie sackt so ein bisschen in sich zusammen, so die Flügel, die sie halt sehr aufgerecht getragen hat, fallen ein Stückchen herab, vor allem einer. Der linke Flügel, der hängt so ein bisschen ein Stückchen tiefer als der andere und sie bewegt ihn so ein bisschen, als müsste sie einen alten, steifen Muskel wieder beweglich machen, ehe sie die Flügel quasi einmal aufklappt, ein bisschen raschelt und dann wieder anlegt und wieder Haltung annimmt und ja, wieder zur Statue erstarrt und wartet. Ja. Ja, Inariel, bei dir in deiner Nähe, als du gerade wieder auf dem Dach des Marktplatzes, der großen Markthalle sitzt und durch ein offenes Dachfenster den Fischhändler weiter beobachtest, hörst du Flügelschläge. Ich beobachte weiter und
lausche auf die Flügelschläge. Neben dir landet ein anderer Urelit. Erkennbar Hallo. An seiner Ordenstracht. Bist du Inariel? Ja, ich bin Inariel. Wer bist du? Ich bin Alexandriel. Hallo. Ich habe eine Nachricht für dich. Du sollst dafür sorgen, dass Lyriel, Liberiel und Daniel sich in dem großen Versammlungszimmer treffen. Lyriel, Liberiel und Daniel. Genau. Wo finde ich sie? Guck dich so an. Das sollte ja gar kein Problem sein. Hast du nicht zu unserem Orden? Natürlich. Ich schaue mich so ein bisschen um. Überall Häuser, Menschen. Du warst noch nicht so oft in der Stadt, oder? Zum zweiten Mal. Stell dir die Häuser einfach wie Bäume vor. Ich krieg das hin. Engel fliegen ja schließlich. Richtig. Man sollte oben suchen. Lyriel ist eine Raphaelitin, Liberiel eine Ramelitin und Daniel ein Gabrielit. Oh, gut. Erst vor kurzem dann aus der ihr Signum bekommen. Vielleicht hast du sie bei der Zeremonie gesehen. Du hast doch auch das Signum erst vor kurzem erhalten, oder? Das Siegel, ja, genau. Ja. Richtig. Das kann sein. Naja, dann fange ich mit der Rami-Elitin an. Wo kann die schon sein? vielen Dank. Viel Erfolg. Ja, dann. Gott mit dir. Er hebt sich mit einem großen Flügelschwung nach oben. Schauen wir noch nach unten. Schon wieder schlecht gehandelt. Ich fliege mal in Richtung der Bibliothek. Ich habe mich ja jetzt hier schon ein paar Tage rumgetrieben. Ich weiß ungefähr, wo was in der Stadt ist. Aber mit Sicherheit. Und fliege mal in Richtung Bibliothek. Ja, also die Bibliothek ist natürlich mitten im Himmel. Man muss, ne, in den Himmel zurückkehren. Und dann, es gibt sonst keine Bibliothek in Roma Aeterna. Dann wird sie warum da sein. Aus kann ja keiner lesen. Ja. Außer den Monarchen. Und, ja. Dann fliege ich dorthin. Gucke unterwegs mal noch so in die Stadt. Die anderen. Naja, erstmal Richtung Bibliothek. Ja. Die Bibliothek ist halt auch ein gar nicht so großer Raum, denn man legt anscheinend hier auch nicht viel Wert darauf, Bücher zu sammeln oder so etwas. Im Gegenteil, eigentlich ist es sehr leer. Aber was die Bibliothek, also den Raum, der so bezeichnet wird, auszeichnet, ist, dass es viele Schreib- und Lesepulte gibt und Meditations-Ecken. Und einige ramelitische Monarchen und Engel sind hier immer mal wieder unterwegs, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Mhm. Und dann. Ja, mehrere ramelitische Engel sind hier auch gerade über etlichen Papieren am Brüten. Einige sind einfach so, sitzen einfach so da, wie du das schon ein paar Mal gesehen hast, gucken in die Luft oder irgendwo zur Seite, wirken etwas geistesabwesend. Ich schaue erstmal nach dem Auszeichnung, also solche mit Signum gleich mal vergessen, sondern muss ja Siegel haben, hat er ja gesagt. Damit kann ich schon mal, und Ältere kann ich auch direkt ignorieren. Laufe dann durch die Bibliothek und dann würde ich mal auf Wo findest du denn Liberiel? Liberiel. Liberiel sitzt irgendwo in einem oder steht an einem Erker. Da ist nur ein Schreibpult, steht dort am Erker mit dem Rücken zum Raum, sodass das Sonnenlicht wirklich auf das Schreibpult fällt, dass sie gut sieht, was sie dort schreibt. Und außerdem, die großen Flügel haben zumindest einen Vorteil. Sie schirmen irgendwie wunderbar nach hinten ab.
Es wirkt irgendwie abweisend und durch die großen Flügel denken die meisten erstmal, da steht irgendwie ein höherer Engel oder ein größerer Engel. Da sind wir mal leise und vorsichtig, weil der staucht einen am ehesten noch zusammen. Dementsprechend sind sie auch ein bisschen aufgestellt. Das ist Inariel zum Glück vollkommen egal. Also wirst du irgendwann so neben deinem Flügel so ein Gesicht. Hallo? Bist du Liberiel? Ja. Ah, Gott sei Dank. Ich habe dich gesucht und ich habe dich gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was kann ich für dich tun? Ich bin Inariel. Ich sollte dich finden. Herzlichen Glückwunsch, Inariel, und grüße dich Gott. Du hast mich gefunden. Das ist schön. Kommst du mit? Nein. Doch, ich soll dich ja mitnehmen. Wohin? Na, zu Kitariel. Wer ist Kitariel? Eine Michaelitin. Und warum? Ich schätze mal, also, ich brauche eine neue Schar. Das tut mir leid. Ich denke mal, du auch? Ja, du siehst, wie ich die Feder vorsichtig und sorgfältig irgendwie auf so ein Holz so hinlege und dann sehr behutsam nach dem Tintenfass greife und nach dem Deckel und es sorgfältig verkorke und dann wieder sehr langsam auf die Ecke. Soll ich dir helfen? Dann kommen wir schneller los. Ist das ein Befehl, dass wir uns dort einfinden? Oder nur eine Bitte? Das ist meist irgendwie das Gleiche. Nein, das ist ein wichtiger Unterschied. Von wem hast du denn diesen Auftrag? Von Alexandriel. Es ist ein Befehl. Gut, ja, dann schiebe ich meine Papiere zusammen, lösche das Oberste, was ich gerade geschrieben hatte, ab, klopfe den Sand aus und habe so eine Ledermappe, wo ich die rein tue, sehr sorgfältig zuwickel, dann in meine Tasche stecke und dann, jetzt können wir gehen. Gut. Du hast schöne Flügel. Danke. Na dann, lass uns fliegen. Da hinten ist die Treppe. Das habe ich mitbekommen. Mhm. Ich gehe in Richtung Flugplattform. Wollen wir nicht die Treppe nehmen? Ich gehe so um dich. Wohin müssen wir denn? Ich gehe so um dich drumherum. Bleib so hinter dir stehen. Touch so deine Flügel an. Sind die gebrochen? Lass das! Nein, die sind nicht gebrochen. Meinen Flügeln geht's gut. Aber ja, dann lass uns doch fliegen. Du magst nicht fliegen, oder? Wenn du darauf bestehst, fliege ich auch. Es geht schneller. Das ist Ansichtssache. Lernt ihr Ramieliten nicht fliegen? Doch, natürlich lernen wir fliegen. Wir haben Flügel. Gut. Ja, ich stapfe dir hinterher. Soll ich dir irgendwas abnehmen? Diese Tasche mit den Büchern sieht schwer aus. Nein, es ist nur das eine Buch drin. Die anderen sind in meiner Zelle. Gut, wir müssen noch zwei andere finden. Was? Ja, Daniel, ein Gabrielit. Und Lyriel, eine Raphaelit. Welche nehmen wir zuerst? Oder wollen wir uns aufteilen? Ah, nein, ich sollte die finden. Aber du könntest mir helfen, dann geht's schneller. Ich mache dir einen anderen Vorschlag. Ja? Ich warte hier, bis du sie gefunden hast, und dann holst du mich hier ab. Mit den anderen beiden. Okay, nur wenn du mir sagst, wo du die anderen beiden suchen würdest. Raphaelitin. Gibt es hier vielleicht ein Gewächshaus? Gibt den... Oder Heilerquartiere in der Stadt? Ja, die gibt es. Das sind die ersten beiden Orte, wo ich suchen würde.
Gut, dann bis nach. Gibt es auch ein Siechenheim oder so etwas. Wobei, wenn sie dort ihre Kräfte wirkt, dann wird von einem Wunder gesprochen und die Menschen machen einen Aufstand und wollen alle geheilt werden. Auch hier in Roma Interna? Sicherlich. Krankheiten gibt es überall auf der Welt. Sie machen auch an den Toren der Stadt nicht halt. Gut. Ich suche mal. Und den Gabrieliten könntest du in den Trainingshallen oder bei den Schmieden suchen. Das stimmt. Dann bis nachher. Ich hole dich wieder ab. Natürlich. Ja, ich bin weit weg von diesem Abgrund, von der Flugplattform stehen geblieben. Ich gehe auch so, ich gehe so rückwärts mit dem Rücken zur Flugplattform und sage so, okay, wir sehen uns dann später und lass mich dann einfach nach hinten fallen. Während du rückwärts gehst, wird meine Augen immer größer und ich immer bleicher. Du siehst dann einfach, wie ich so stürze. Flug. Und dann wieder hochkomme. Hui. Ich wende mich meinem Schreibpult wieder zu und mache meine Arbeit weiter. Gut. Na dann. Das, was als erstes ist, Trainings. Irgendwo gibt es hier bestimmt Trainingshallen. Ja, definitiv. Es gibt die großen Trainingshallen, wo auch die neuen Michaeliten-Engel irgendwie ausgebildet werden, immer ihre Kampfübungen machen. Die gibt es auf jeden Fall. Ja, dann fliege ich direkt so darüber. Wenn die draußen trainieren, sehe ich wahrscheinlich gerade, wie ein paar Gabrieliten gegeneinander kämpfen. Ja. Fliegt da so im Kreis, in langsamen Kreisen drüber. Daniel! Daniel! Kämpft Daniel da gerade oder kämpft er gerade nicht? Ist er einer der Kämpfer? Daniel ist gerade tatsächlich in einer Sonderübung auch für die noch nicht ganz so praxiserfahrenen Gabrieliten, weil er mit seinem Siegel ja schon ein bisschen mehr erreicht hat als die ganz Neuen. Und das ist so ein Dreiecks-Sparring. Also drei Gabrieliten, die gerade jeweils gegeneinander kämpfen. Und da ist Daniel gerade sehr involviert. Ja, dann hörst du den Ruf von oben. Von einem Engel, der über euch schwebt. Ja, ich bin es durchaus gewohnt, Störgeräusche beim Kampf auszublenden, weil ich mich ja auf den Kampf konzentrieren muss und ignoriere das erstmal. Ja, muss gerade zwei Stabhiebe parieren. Ja. Dann fliege ich mal weiter zum nächsten Kampfplatz, wiederhole das da. Ja. Und denke mir dann, ja, das ist ja irgendwie, entweder sind die alle taub, diese Gabrieliten. Und lande dann wieder in dem ersten Kampfplatz, lande ich dann erstmal auf dem Hof, vielleicht kann mir das ja jemand sagen. Komme also irgendwo neben Daniel auf dem Boden, warte kurz, bis die fertig sind mit Kämpfen. Und wenn sie fertig sind, trete ich an ihn heran. Ach, du, sag mal, ich suche einen Daniel. Kennst du einen? Ja, ich kenne einen Daniel. Oh, sehr schön. Wo ist der? Ich muss den finden. Er steht vor dir. Ich schaue an dir vorbei. Du? Faszinierende Kombinationsgabe. Danke. Warum hast du mich vorhin nicht gehört? Da war nichts. Gut, dann werde ich ein bisschen lauter reden. Ja.
Der schwerhörige Gabrielit. Also, ich sollte dich finden. Das hast du jetzt getan. Ja, das ist sehr schön. Ich soll dich zusammen mit... Ach, diese Namen immer. Es fällt mir noch ein bisschen schwer. Lyriel und Liberiel zu Ketariel bringen. So ist das. Kommst du mit? Oder soll ich dich nachher auch wieder abholen, nachdem ich Liberiel gefunden habe? Wieso sollst du mich zu irgendwas bringen? Och, ich weiß es doch nicht. Weil das ein Befehl ist. Ich guck dich an. Ein Befehl. Ja, ein Befehl. Von dir. Nein, doch nicht von mir. Ich habe den Befehl von einem anderen Engel bekommen. Von wem? Alexandriel. Und zu welchem Orden gehört er? Uriel. Seit wann sprechen Urieliten Befehle aus? Also, seit ich mich erinnern kann, wir hatten nicht viele andere in unserem Himmel in Montsalvage. Kommst du jetzt mit? Seit wann hören Gabrieliten nicht auf Befehle? Dich funkeln eisblaue Augen an. Mhm. In meinem Himmel hat man mir beigebracht, dass die einzigen, die mir einen Befehl erteilen dürfen, Michaeliten sind. In Ordnung. Dann wartest du also auch hier und ich bringe Ketariel zu dir und dann schauen wir mal, wie sie das alles so findet. In Ordnung? Aber du musst dann hier bleiben, sonst muss ich, obwohl. Ich gehe mal so einmal um dich drum herum. Schau dir so ein bisschen über deine Augen auf deinen Kopf. Die Haare finde ich auch wieder. Bist du dir sicher? Ziemlich. Also machen wir es so? Wenn es sein muss? Nee, muss nicht sein. Das Einfachste wäre, wenn du mitkommst. Dann muss ich unserer wahrscheinlich neuen Michaelitin auch nicht erklären, warum du nicht mitgekommen bist. Wahrscheinlich ist es einfacher, ja. Ja, das ist doch schön. Gut. Sag mal, kennst du eine Lyrie? Wer soll das sein? Ja, eine Raphaelitin. Ich kenne sie nicht, aber die meisten Raphaeliten haben ein Faible für Krankenlager oder Heilkräuter. Heilkräuter, ja, das ist eigentlich meine Erfahrung. Gut, ich habe da hinten einen großen Garten gesehen. Wollen wir hin? Da könnte man einen Raphaeliten finden. Schön, also du kommst jetzt mit und wartest hier nicht. Ich komme mit. Ach, das ist schön. Musst du noch irgendwas holen? Ich würde kurz zum Waffenständer gehen und dieses Übungsschwert gegen mein Schwert wieder austauschen. Jetzt bin ich fertig. Gut. Dann, ich strecke die Flügel aus und mit zwei, drei großen Schlägen erhebe ich mich in die Lüfte. Schau mal, ob er das auch kann. Er steht dir da in fast nichts nach. Das ist schön. Na dann. Ja, ja, ich fliege. Dann fliegt er aus der Halle oben heraus und einmal um den großen Himmelsturm herum.
Und ja, müsst auf einer Seitplattform landen, die tatsächlich weit über und oberhalb von Roma Interna einen kleinen Garten angelegt hat. Ah, sehr schön. Seht mehrere Monarchen, wie sie mit Gießkannen irgendwie über Blumen beten, irgendwas Pflanzen wässern. Ja, seit mehrere kleine Gewächshäuser aus Glas und mehr oder weniger trüb von innen. Und ja, aber ein Engel könnt ihr auf den ersten Blick einen Engel hier sehen, Lyriel? Ja, tatsächlich könnt ihr auf den, ja, vielleicht auf den zweiten, wenn ihr die Flügel ausgemacht habt. Und zwar ist sie quasi zwischen allem, was grünt und blüht und pflanzt irgendwas ein. Ihr seht es nicht genau. Wenn man so genauer hinhört, kann man halt hören, dass sie mit der Pflanze, also scheinbar mit der Pflanze, denn niemand anders steht drumherum, spricht. Und ja, sowas wie, hier wirst du gut wachsen, kommt ab und zu mal rüber geweht. Und ja. Wartest du ja, Daniel? Ich glaube, da hinten ist sie. Also ich sehe jedenfalls keine andere. Ja, sind sonst keine anderen Engel hier in dem Garten. Dann schleiche ich mich mal so ein bisschen still hier durch den Garten und knie mich dann irgendwann neben die gute Lyriel und sage, antwortet ihr manchmal die Pflanze? Ich wüsste, manchmal ja. Oh, was sagt sie? Hauptsächlich, geh runter von meinem Salbei. Oh. Ich wusste doch, ihr riecht irgendwas. Ich bin Inariel. Ich hoffe, du bist Lyriel. Sei bitte Lyriel. Den Wunsch kann ich dir erfüllen. Sehr schön. Ich sollte dich finden und am besten sage ich dir jetzt schon, dass das ein Befehl ist. Du sollst bitte mitkommen. Siehst du da hinten die roten Haare? Mhm. Das ist Daniel. Ist gut. Ich komme mit. Warte kurz. Ich gieße die Pflanze halt noch an, drück noch mal kurz. Mhm. Stehe auf. Guck mich um. So. Und meine Fingerspitzen sind ja sowieso schwarz. Was kann denn mehr passieren? Dann lass uns gehen. Gut. Ja, gehen zu Daniel. Daniel? Lyriel. Ich nick dir zu. Ich wink dir mit dreckigen Pfoten. Gut, wir müssen auch gar nicht weit. Wir müssen nur ein paar Stockwerke runter zur Bibliothek. Und gesagt, getan, ich lasse mich fallen. Und dann kurz vor der Bibliothek breite ich wieder die Flügel aus. Und gehe in die Bibliothek. Geh wieder zu dem Tisch. Ich bin wieder da. Ja, ich lande draußen auf der Plattform und warte erstmal. Ebenso. Das ging ja schnell. Oh, das hat schon ein bisschen gedauert. Ich habe gar nicht genug Seiten geschafft. Ich fange wieder an, mein Papier abzulöschen. Sehr sorgfältig tue ich die Feder weg, korke ganz langsam das Tintenfass zu. Also wirklich mit Präzision visiere ich das mit der Hand an, greife das dann, korke es zu. Vor allem, ich weiß, dass ihr hier in den Bibliotheken immer ein bisschen leiser redet. Ja, man will ja niemanden beim Lesen stören. Ja, aber du musst mit Daniel lauter reden. Er hört nicht gut. Nein. Gut. Es gibt eine Sprache für diejenigen, die nicht mehr hören können. Eine Gebärdensprache. Ich habe sie gelernt. Was heißt das? Man spricht nur noch mit den Händen. Oh, das ist spannend. Kannst du mir das beibringen? Vielleicht. Vielleicht irgendwann einmal. Na dann, komm mit. Moment. Schiebe ich das jetzt abgelöschte Papier zusammen, tue das wieder in diese Mappe rein, falte die Seiten, binde es zu, tue es in meine Tasche.
dann folge ich dir. Du siehst, wenn man so an den Regalen langläuft, dass ich vorsichtig da lang gehe und immer genau gucke, was meine Flügel machen. Und trotzdem fege ich irgendwie so Pergamente, die rüberstehen, über ein Regalbord fallen raus, wenn ich vorbeigehe. Ich lasse die liegen. Ich sammle sie ein. Ja. Dann gehe ich seitlich durch den Gang. Ja, das scheint ja noch eine ganze Ecke zu dauern. Möchten sich Lyril und Daniel, während sie draußen auf der Flugplattform warten, oder schweigen die sich gegenseitig an? Wahrscheinlich erstmal und dann würde ich ihn mal angucken. Weißt du, warum er mir unbedingt sagen musste, dass das ein Befehl ist? Ich glaube, er hat selber nicht so ganz verstanden, was er da machen muss. Na, dann kratzt es so ein bisschen. Ich weiß nur, wen wir treffen sollen, aber wer davon wer ist, weiß ich nicht. Na, dann werden wir das wohl noch rausfinden müssen. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht so den Überblick und kratze ein bisschen Erde unter meinen Fingernägeln raus. Ja, dann komme ich wieder mit der vorsichtigen Liberie. Das ist Liberie, das ist Daniel, das ist Lyriel. Gott zum Gruß. Gott sei mit dir. Ich habe alle gefunden. Das ist schön. Du warst schneller damit, als ich dachte. Jetzt müssen wir zur Kitarie. Mhm. Dort lang ist die Treppe. Danke. hat er mir gesagt, wo ich Kitarie finde? Oder in dem großen Besprechungsraum, ja. Ah ja. Ist wahrscheinlich auch hier im Himmel. Ja, wie gesagt, ihr kennt die Besprechungsräume, da wart ihr auf jeden Fall, in einem von denen wart ihr auf jeden Fall schon mal, als die erste Schar zusammengefügt wurde. Dann denke ich mir so, der Besprechungsraum, wenn ich die 2-3 Treppen gehe, ist natürlich schneller. Aber fliegen macht halt mehr Spaß. Wohin müssen wir denn? Ich deute auf die Treppen, da lang. Gut, ich drehe mich um und steuere zielstrebig die Treppen an. Ein innerliches Jauchzen bestimmt. Ja. Dann laufe ich mit euch die Treppen entlang. Hier bei den Besprechungsräumen. Gibt es nicht mehrere? Ja, ich gucke einfach mal. Ich mache einfach mal eine Tür auf. Ich gucke mal, ob irgendwo eine Begine rumläuft oder... Ja, bestimmt. Entschuldigung. Möge Gott mit dir sein. Wir suchen eine Michaelitin namens Zitariel. Weißt du, in welchem Raum wir sie finden? Zitariel. Ich glaube, in dem großen Besprechungsraum. In der Mitte. Danke. Ich habe die erste Tür aufgemacht. Ja. Du siehst dann irgendwie ein großes, auch so einen kleineren Besprechungsraum mit so einem runden Tisch, wo dann mehrere Monarchen dran sitzen, irgendwie sich gerade lautstark unterhalten und dann alle gleichzeitig zu dir rüber gucken, als du die Tür aufmachst. Sehe ich einen Engel? Nee. Ich mach die Tür wieder zu. Entschuldigung! Wenn mich keiner abhält, gehe ich zum nächsten Besprechungsraum. Lariel, weiter den Gang hinunter. Ich gehe mal den Gang runter. Steuere die Tür an, die uns die Begine gewiesen hat. Ja, ist wie gesagt diese große doppelflügelige metallene Tür mit diesen Ornamenten dran und diesen gusseiserne Geschichten auf dem Tor. Oh, ja, dann bleibe ich natürlich fasziniert vor der Tür stehen und betrachte erst einmal die Tür. Ich betrachte die Tür mit dir. Also so, die Hand erhoben und dann stelle ich fest, da ist was drauf, trete 3 Schritte zurück und gucke erst mal. Was tun wir hier? Jemand sollte klopfen. Mich hat nur die Tür fasziniert. Ach so, ich klopfe und mache in dem Moment die Tür.
Inariel, man wartet, bis jemand hinein hereinsagt. Zetarius klopft und es geht sofort die Tür auf. Du bist gemutet. Inariel, man wartet, bis jemand hereinsagt. Ja, dann hört ihr von drinnen, ja, dafür ist das jetzt wohl zu spät. Hallo, bist du Ketariel? Ja, wenn du die Tür aufmachst, siehst du halt, dass Ketariel mit dem Rücken zur Tür steht. Das Erste, was man halt an ihr bemerkt, ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten Michaeliten keine kurzgeschorenen Haare hat, sondern sehr lange, blonde Haare. Und das Zweite, was halt auffällt, ist, was man jetzt von hinten besonders gut sieht, ist ein schmaler Streifen auf dem linken Flügel, wo keine Federn mehr sind, der sich so relativ länglich fast über den ganzen Flügel zieht. Und sie dreht sich um, hat die Hände hinter dem Rücken verstreckt, guckt dich an. Mein Name ist Cetariel. Und ja, die bin ich. Entschuldigung, ich bin Inariel. Und ich bringe dir... Du stehst immer noch mit dem Rücken zu uns, oder? Nee, ich habe mich umgedreht. Ach so. Ich bringe dir Lyriel, Beriel und Daniel. Wenn du reinkommst, weiß ich auch, zu wem die Namen gehören. Oh, jetzt komm doch mal. Ich gehe fast Schritte rein. Weg mit deinen Flügeln. Sprichst du eigentlich Cetariel oder sendest du? Sie spricht. Okay. Ja, ich trete da ein paar Schritte vor. Und so zur Seite, damit die anderen reinkommen können. Ja, ich komme rein und als ich an der Tür vorbeigehe, ja, schaut euch so ein bisschen zusammen und wende den Blick ab und ja. Ich gehe als Letzter rein, denn dann habe ich die meiste Zeit noch, um die Tür zu betrachten. Und ja, wenn ich dann reintrete, nicke ich auch in die Runde mit einem freundlichen Gesicht und Gottes Licht auch dir zum Gruße, Cetariel. Also als Daniel eintritt, stellt er sich richtig aufrecht hin, nimmt direkt Haltung an, weil da ja eine Michaelitin steht, eine Anführerin, und das sind die einzigen, vor denen Daniel Respekt hat. Ja, diese Michaelitin, die sieht nicht begeistert aus. Die mustert euch alle einmal von oben bis unten. Ich verschränke ganz schnell meine Arme hinterm Rücken. Damit sie meine Hände nicht sieht. Wer meine, seid das, ihr? Das Gute ist, Lyriel, die Raphaeliten haben ja eh schwarze Fingerkuppen. Das heißt, man sieht den Dreck da nicht so besonders. Wir sind die Engel des Herrn, Boten des Lichts. Wir hören und wir gehorchen. Wir dienen Gott und der Kirche. Und wir bewahren das Wissen. Ich bin Liberiel, ein Engel des Ramiel. Der Blick wandert mal so nach unten zu Lyriel. Mein Name ist Lyriel. Ich gehöre zum Orden des Raphael. Weiter zu Inariel, der hat sich ja schon vorgestellt. Ich bin natürlich auch ein Engel des Herrn. Und das Auge. Und hoffentlich das Auge dieser Schar. Ich bin Daniel, Engel des Gabriels, Streiter des Lichts, und ich trage die Flammen, den Flammenzorn unter die Ketzer. Inakzeptabel. Jeder von euch. Ihr seid die Engel des Herrn. Ihr hört und gehorcht. Wenn ihr gerufen werdet, kommt ihr. Mein Name ist Cetariel. Ich bin ab heute die Anführerin dieser Schar. Oder auch das Herz dieser Schar, wie man uns Michaeliten gerne nennt. Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass uns ein Auftrag zugeteilt wurde.
Uns wurde aufgetragen, eine Siedlung in der Nähe von Trondheim zu reinigen und dort einen Stützpunkt für die Kirche zu errichten. Wir werden also von jetzt an gemeinsam Vertreter und Repräsentanten nicht nur unserer jeweiligen Orden, sondern auch der Kirche des Herrn sein. Sie kommt rüber zu Inariel. Ist dir bereits eine Karte ausgehändigt worden von dem Gebiet, zu dem wir uns begeben sollen? Nein, Citadel. Gut. Aber ich weiß jedenfalls, wo Trondheim ist. Wie gut kennst du dich in Skandinavien aus? Ich habe ein paar Karten gesehen. Aber ich war noch nie da. Wird dir das reichen, deine Erinnerung, oder möchtest du lieber eine Karte haben, um dich noch einmal zu vergewissern? Meine Erinnerung reicht, aber die Karte der näheren Umgebung wäre gut. Ich denke, die werden wir anfertigen müssen. Große freudige Augen. Das ist schön. Zetari, ja. Muster dich einmal ganz kritisch von oben bis unten. Zeig mir mal deine Flügel. Ich breite sie aus. Die im Gegensatz zu den anderen meiner Schar nicht weiß sind, sondern braun wie Raubvogelflügel. Ja, Zetariel geht einmal um dich herum, betrachtet die sich von allen Seiten, ohne sie allerdings anzufassen, nickt dann einmal wie zu sich. Sie sind stark, du pflegst sie gut. Danke. Geht dann rüber zu Lyriel, mustert dich einmal. Zeig mir deine Hände. Ich sehe sehr ertappt aus und sag meine Hände vor. Ja. Die Erde scheint sie zu realisieren, vielleicht. Sie guckt sich vor allem halt deine Tattoos an. Dreht sie dann vorsichtig von unten nach oben. Guckt sich auch die Rückseite an. Ich habe gesehen, du kennst dich mit Geburten aus. So ist es. Wie oft warst du schon draußen? Naja, öfters. Wir waren viel unterwegs. Verstehst du die Sprache der Menschen? Ja. Das ist gut. Kampferfahrung? Du siehst, wie sich ihre Schultern verhärten und ein sehr unwilliger Blick über ihr Gesicht tuscht, bis sie es verdrängen kann. Ja. Menschen oder Traumsaat? Irgendwie beides. Es ist jetzt das erste Mal, dass sich so ein bisschen was wie Mitgefühl in Zitariets Augen schleicht. Und sie legt ja so leicht die Hand auf die Schulter. Verstehe. Ich zuck kurz zusammen, entspanne mich aber dann. Ich hoffe, wir können uns auf dich verlassen. Das könnt ihr. Okay. Dann geht sie weiter, bleibt vor Daniel stehen, mustert ihn einmal von oben bis unten.
der sich, seitdem er in diesem Raum ist, nicht ein Millimeter gerührt hat. Bestenfalls geatmet hat. Was? Ich hab dir das nicht befohlen! ja. Zeig mir dein Schwert. Ziehe das Schwert aus der Schwertscheide. Packe es dann an der Klinge und reiche es dir rüber. Ja, du siehst selber, dass Cetariel auch ein Schwert am Gürtel trägt. Es ist aber nicht so breit wie deins. Nur kein Breitschwert, sondern ein ganz normales Langschwert. Und sie nimmt das vorsichtig entgegen. Betrachtet es sich von allen Seiten. Schaut sich die Schneide an, die Blutkehle. Den Griff. Lässt es dann einmal quasi auf der Hand ausbalancieren. Ein starkes Schwert. Zeugt von einer starken Seele. Ich habe gehört, du warst an der Front. So ist es. Und hast du dort gefunden, was du gesucht hast? Ich habe dort vor allem Traumsaat gefunden und Tod. Verstehe. Sie gibt dir dein Schwert zurück. Steck's weg. Es kann sein, dass wir in Skandinavien in einige Kämpfe verwickelt werden. Wir beide sind die mit der größten Kampferfahrung. Ich war auch an der Front. Ich werde mich auf dich verlassen. Auf deine Stärke. Und auf deine Entschlossenheit. Ich werde diese Schar nicht im Stich lassen. Ja. Cetariels Gesicht versteinert sich wieder. Und sie dreht sich zur Letzten um. Du hast vielleicht die ganze Zeit schon ihren Blick auf dir gespürt, aber wenn du sie jetzt anguckst, weicht sie deinen Blick auf jeden Fall aus. Schaut runter auf den Boden. Es gibt sehr viel zu sehen in diesem Raum. Er ist sehr schön, unglaublich toll dekoriert. Guck mal, Engelsbilder. ja. Cetariel stellt sich vor dich hin und wartet. Ich versuche gerade zu stehen. Es ist kein aktives Stehen, sondern die Knie sind durchgedrückt, also mehr so in den Gelenken hängen, um die Spannung nicht aktiv halten zu müssen. Guck dich aber auch nicht groß, weil, also ja, hebt dann langsam irgendwann den Blick. Schwerpunkte Diplomatie, Gebäudebau, menschliches Essen? Ja, ich habe ein wenig das Kochen gelernt. Ich kenne viele Rezepte. Interessante Mischung. Gutes Essen, Musik und Geselligkeit stimmt die Menschen friedlich, freundlich. Eine gute Grundlage, um Verhandlungen zu führen und Probleme auf friedlichem Weg zu lösen. In der Diplomatie nützlich, denn nach einem guten Essen sind die Gedanken träger. Und nach dem Genuss von vergorenen Früchten noch einmal viel mehr. Außerdem kann der Alkohol die Zungen lockern. Manchmal sind Geheimnisse und Informationen wichtig für die Diplomatie.
Ich sehe schon. Du wirst uns von Nutzen sein. Danke. Wir fliegen bis nach Skandinavien. Das ist weit. Man hat mir gesagt, du fliegst nicht gern. Ich gucke zu Boden. Der Boden ist schön. Tritt vor. Das ist hier unten nicht zwischen den Wolken. Zitaria tritt ein paar Schritte zurück. Tritt vor. Trete zögerlich einen kleinen Schritt vor. Ja, sie nutzt den minimalen Raum, den du geschaffen hast, um dich mit ihrer Präsenz, wenn sie um sich rumgeht, noch ein Stückchen vor sich herzuschubsen. So, wenn sie quasi so seitlich an dir vorbeigeht und sie weiß, du wirst ihr ausweichen wollen, dass du dann so automatisch ein bisschen weiter reingehst, sodass sie Platz hat, um dich herumzugehen. Und sie bleibt hinter dir stehen und betrachtet so deine Flügel, wo die letzten Federn vielleicht über den Boden schleifen. Ja, die Federspitzen auf jeden Fall den Boden berühren. Vielleicht ein bisschen zerzaust aussehen, ein bisschen ungeliebt, die Flügel. Ja, man sieht, es sind vielleicht auch von der Bibliothek jetzt ein, zwei abgeknickt, wo ich irgendwie gegen Bücherregale gestoßen bin. Dann kommt sie wieder nach vorne. Ein paar blaue Federn von Tinte. Warum fliegst du nicht gern? Ich mag die Höhe nicht. Warum magst du die Höhe nicht? Weil man da runterfallen kann. Ich strecke meine Flügel aus und flatter so ein bisschen mit denen. Streber. Du hast Angst vorm Fallen. Mit diesen Flügeln. Nur weil sie groß sind, heißt es nicht, dass sie gut sind. Man denke nur an die kleinen früheren Kolibris. Kleine Vögel mit kleinen Flügeln. Und die denke an den Albatros. Stehen? Wie bitte? Waren die nicht in der Lage, in der Luft zu stehen? Ja, mit ihren kleinen Flügelchen. Und dann denke man an den Albatros, der Anlauf nehmen musste, um in die Luft zu kommen. Und der hat große Flügel. Oder den Kondor, der sich irgendwo runterwerfen muss und Aufwinde braucht, um abheben zu können. Ansonsten läuft er zu Fuß. Hast du dich jemals mit deinen Flügeln so auseinandergesetzt wie mit diesen Vogelarten? Nee, ich hab sie ja. Sie begleiten mich jeden Tag. Nein, sie hängen an dir dran. Sie begleiten dich nicht. Das ist irgendwie das Gleiche. Ist es das? Nein, ist es nicht. Das stimmt. Sie begleiten mich nur hier. Also hängen hier an mir. Ich denke, du wirst einige Zeit haben, deine Flügel kennenzulernen auf der Reise, die vor uns liegt. Und da ihr von eurem Orden gerne forscht, gebe ich dir eine Aufgabe. Ich möchte, dass du deine Flügel erforschst während unserem Flug nach Skandinavien. Ich möchte, dass du sie ganz genau kennenlernst, wie die Zeile eines jeden Buches, das du je gelesen hast. Ich möchte, dass du jede Feder voneinander unterscheiden kannst. Ich möchte, dass du spürst, wie der Wind dich trägt, wann er es nicht tut. Ich möchte, dass du dir die Winkelstellung merkst, die du brauchst, um Kurven zu fliegen. Ich möchte, dass du herausfindest, wofür diese Flügel gut sind. Ich möchte, dass du herausfindest, warum sie ein Teil von dir sind.
Denn eins darfst du nicht vergessen, sie sind Gottes Geschenk an dich. Und als dieses solltest du sie ehren und nicht so vernachlässigen. Hm. Jawohl. Wie viele Seiten soll der Bericht umfassen? Es wird ein mündlicher Vortrag. Sehr wohl. Zur Abgabe, wenn wir unser Zielort erreichen, nehme ich an. Zur Abgabe dann, wenn du diese Erkenntnis gefunden hast. Sehr wohl. Herr Cetaria denkt bei sich, das wird ein ganzes Stück Arbeit. Oh Mann, ey. Was habe ich da bloß für wunderbare Engel? Es ist auch nicht so, dass Inaria in der Reihe stehen geblieben ist, sondern ein bisschen seitlich, damit er euch gut beobachten kann. Ja, ja, ich habe das schon gemerkt. Und dann tritt sie zurück und man sieht, wie sie quasi nochmal sich, ja, es sieht so ein bisschen aus, als würde sie sich gegen irgendetwas wappnen. Keine Ahnung, als müsste sie jetzt eine Traumsaatkreatur gegenübertreten und besonders mutig sein. Irgendwie so wirkt es. Und dann spürt ihr die geistige Berührung des Michaeliten. Das bedeutet, ihr spürt, ja, Cetariels Seele, wie sie sich nach euch ausstreckt und euch in eurem Kopf berührt. Sich dort einen Ankerpunkt sucht und sich mit euch verbindet. Wo ihr halt, ja, mehr von der Cetaria mitbekommt, als die, die gerade vor euch steht, die so ein bisschen nichtssagend wirkt. Die, ja, kühl und abweisend ist und innen drin vielleicht ein bisschen unsicher. Vielleicht ist es aber auch nur die erste Verankerung. Wer weiß das schon? Und dann hört ihr in eurem Kopf: Lyriel, Liberiel, Daniel, Inariel. Ich nehme euch in meine Schar auf. Von jetzt an sind wir miteinander verbunden. Ich gelobe, euch zu führen, euch zu schützen und zu leiten. Von jetzt an seid ihr ein Teil von mir und ich bin ein Teil von euch. Bis dass sich diese Schar auflöst oder wir zu unserem Vater zurückkehren. Seid mir willkommen. Das freut mich. Und ich gelobe euch, ich drehe so ein bisschen vor, damit ich euch auch sehen kann, dass ich euch führen werde, dass ich eure Augen sein werde, die Augen dieser Schar. Und ich gucke zu Liberiel, wenn du Hilfe brauchst mit dem Fliegen, bin ich auch für dich da. Danke. Entschuldigung, ich möchte niemandem zur Last fallen. Nein, das mache ich doch gerne. Ich gelobe auch euch, also euch anzunehmen als meine Schar und mit meinem Wissen euch stets zur Seite zu stehen und auf euer Seelenheil zu achten, wenn wir neues Wissen unterwegs finden und immer gut abzuwägen, welches Wissen für euch schon zugänglich sein sollte und welches nicht. Darauf zu achten, dass ihr nie fehlgeleitet und verführt werdet von dem Wissen, auf das ihr stets auf dem rechten Weg bleibt. Ist das mit dieser Taubensprache in Ordnung? Ich gucke irritiert. Was? Tauben? Tauben sprechen? Seit wann? Guru. Du spürst halt, du siehst die Verwirrung in meinem Gesicht, du spürst sie aber auch in deinem Kopf. Du selber bist für einen Moment verwirrt. Weil das schwappt. Nein, ich halt meine nicht die Vögel. Ich deute auf Daniel. Ich gucke, Daniel, jetzt spürst du Fragen? Das Lustige ist, du spürst nicht nur mich.
Du spürst auch die anderen um dich herum. Bedeutet, unbedachte Gedanken, die jetzt nicht kontrolliert zurückgehalten werden, die schwappen über. Das heißt, ihr habt jetzt immer so ein Echo zwischen euch und den anderen. Bedeutet, ihr denkt was und ihr kriegt das Echolot von den anderen zurück, wenn das bei denen ankommt, wenn sie darüber nachdenken oder ähnliches. Es ist schwierig, das zu kontrollieren, was jetzt gerade überhaupt rüberkommt oder so. Die Einzige, die nicht wirklich viel ausstrahlt, ist halt Cetariel, außer jetzt gerade diese Verwirrung von den Tauben. Das war jetzt doch etwas sehr aus dem Kontext gerissen. Er meint die Sprache der Gehörlosen, die Sprache der Hände. Schöneres Wort, ja. Vielleicht, wenn wir uns ein wenig länger kennen. Gut, so ein bisschen Enttäuschung spürt ihr. Ich lasse das so stehen. Das ist okay. Ja, ich übergehe das. Sehr professionell. Gut. Was wir nun als nächstes tun werden. Cetaria spricht nicht mehr mit euch. Ihr kriegt das jetzt über die Netzwerkgruppe mit quasi. Das ist jetzt der Gruppenchat. Der Gruppenchat unserer Char. So, Edmund hat gesprochen. Ja, wir machen das nur für den Chat jetzt. Also für den Twitch-Chat, ne? Das... Sprich mal weiter, ansonsten kriegt das ja keiner mehr mit. Jetzt waren wir nur noch hier Schreibsel. Text-RPG. Nee, ja, die nächsten Schritte, die halt quasi vorbereitet werden müssen. Inariel wird sich eine Karte besorgen und eine Reiseroute festlegen. Wir sind, ja. Wenn du eine Karte hast, schick sie mir bitte. Übermittel mir die Erinnerung, damit wir die besprochene Reiseroute, wenn du sie festgelegt hast, besprechen können. Ich möchte, dass sich Daniel mit Liberiel darüber schlau macht, welche Menschen sich in der Nähe von Trondheim befinden und mit was für Gegnern bzw. Kreaturen wir zu rechnen haben. Und allgemein wissen, was nützlich sein könnte über die skandinavische Kultur. Und ich möchte, dass sich Lyriel darum kümmert, unsere Ausrüstung zusammenzustellen, was wir brauchen werden. Sowohl an Heiler, an Heilkräutern, als auch an Proviant, eventuelle Decken. Ich möchte, dass sie sich auch mit Liberiel kurz schließt, was man so braucht, wenn man jetzt eine Siedlung übernehmen und aufbauen soll. Was ist das? Ich werde die Verbindung herstellen, also halten zwischen uns, sodass es euch möglich sein wird, ja, über eine weite Distanz miteinander zu kommunizieren. Ihr werdet merken, dass ihr aus dem Radius hinaustretet und in den ich meine Seele ausbreiten kann, wenn die Stimmen leiser werden und dann irgendwann ganz verstummen. Und diese Vorbereitungen sollten spätestens morgen Abend abgeschlossen sein, damit wir spätestens übermorgen losfliegen können. Kein Problem. Fragen? Ich möchte, dass, wenn ihr Fragen habt, ihr mich fragt. Es ist meine Aufgabe, euch zu unterstützen, euch anzuleiten und auch für Fragen oder Probleme da offen zu stehen. Welches Wissen wird noch gebraucht? Was ist meine Aufgabe, außer Lyriel zu unterstützen? Dich mit Daniel über die Menschen zu informieren, mit denen wir zu rechnen haben. Ich weiß nicht, wie hoch das Schrottbaron-Vorkommen in Skandinavien ist. Müssen wir damit rechnen, dass es sich vermehrt, vielleicht eine Prognose anstellen, jetzt da der Engelzimmer gefallen ist. Vielleicht, wenn du über neuere Informationen über das Brandland und das Fegefeuer verfügst, in welche Richtung es sich ausbreiten wird, wo eventuell Menschen evakuiert werden müssten. Wir müssen damit rechnen, dass die Menschen uns feindselig gegenüberstehen. Vertreter unserer Kirche wurden bereits fortgeschickt.
Wir werden also als Vorreiter und ja, Aushängeschild unserer Kirche fungieren. Das bedeutet, wir müssen uns jederzeit bewusst sein, was für eine Außenwirkung wir bei den Menschen hinterlassen. Außerdem wünscht die Kirche, dass wir eine Versorgungsroute einrichten zwischen dem Stützpunkt, den wir dort errichten, und ja, den Kirchen und Stützpunkten hier auf dem Festland. Gibt es eine Vorgabe, wo der Stützpunkt sein soll? Ja. Oder errichten wir von null an etwas? Ja, du kriegst quasi so ein Erinnerungsfetzen, so eine ganz grobe Karte von Skandinavien, die so ein bisschen aussieht wie halt diese springende Raubkatze, beziehungsweise so, wie sie halt jetzt aussieht, und eine grobe Richtungseinschätzung. Zetari ist sich da selber nicht so sicher, weil die Karte von Skandinavien hat sich nie so genau angesehen bisher. Aber irgendwo da in der Richtung ist Brüllheim zu verorten. Ich weiß nicht, ob das bei Inari Kopfschmerzen verursacht, aber er kann ja theoretisch direkt korrigieren. Also irgendwo da in der Richtung. Brüllheim heißt das Gut, welches es zuerst zum Glauben zurückzuführen gilt und danach zu befestigen. Ich werde sehen, ob ich mehr Informationen aus der Gegend bekomme. Sehr gut. Wenn irgendetwas ist, ruft mich einfach, ich werde euch hören. Wenn ihr etwas von den anderen braucht, fragt. Sie werden euch hören. Kenne ich sowas wie einen Kartenraum? Habe ich so einen schon mal gesehen? Hier? Im Michaelshimmel selbst hast du noch keinen gesehen, aber wie gesagt, genauso wenig wie die eine richtig ausführliche Bibliothek haben, haben die wahrscheinlich auch keinen ausführlichen Kartenraum. Also es wird wohl einen Kartenraum geben, aber... Gehe ich mal direkt auf... Liberiel zu. Liberiel, hast du einen Kartenraum gesehen in der Bibliothek vielleicht oder so? Das ist kein Kartenraum. Sie haben nur einen Raum mit sehr, sehr wenig Büchern. Die meisten sind Kunst und Diplomatie und Vertragswesen und Taktik, ein bisschen Strategie, Übersicht behalten. Militär, Aufbau. Ja, Daniels Sachen. Ja, auch. Aber naja, das ist mehr so der Oberbau, was wir hier haben. Dann frage ich einen anderen Urieliten. Vielleicht, ich weiß nicht, ja, du kannst da mal fragen. Vielleicht haben die irgendwie Karten oder können die eine anfertigen. Ich kann mal bei mir schauen, ob ich vielleicht Zugang zu Karten bekomme. Oh, das wäre total toll. Ich gehe dann. Wenn ihr mich sucht, ich bin in meiner Zelle. Die ist dort in dem Korridor. Die vierte Tür links. Gut. Wenn ich nicht mehr gebraucht werde, empfehle ich mich. Wenn du gerade dich zum Rausgehen umdrehst, kommt von mir Iberiel. Wir haben einen Auftrag. Ja, dem gehe ich nach. Wir müssen in die Bibliothek, nicht in deine Zelle. Da ist auch eine Bibliothek. Also meine Bibliothek. Aber natürlich kann ich dich auch dorthin begleiten, wenn du dort Orientierungshilfe brauchst. Nuriel hustet. Ich bleib ganz ernst. Die Berli verzieht keine Miene. Bücher sind nicht so meine Welt. Ich weiß. Vielleicht zeigst du mir, wo ich finde, was ich wissen muss.
Wir können mal schauen, wie umfangreich die Sammlung hier ist, ja. Ja, dann trete ich so seitlich durch die Tür, damit ich nirgendwo mit den Flügeln anecke und schlage den Weg Richtung Bibliothek ein. Ja, als du aus dem Raum heraustrittst, kommt dir eine Begine entgegen. Ein junges Mädchen, vielleicht gerade mal so alt, wie du aussiehst. Ja, hat so eine große, also ist Michaelitin, ne? Hat dann so einen großen Rucksack um, wo so mehrere Pergamentrollen hinten raus stehen und hat so auch so eine große Pergamentrolle irgendwie dicht um den in den Körper geschlungen. Oh, voll, Verzeihung. Gott zum Gruße. Darf ich fragen, welches Wissen du da durch die Gegend trägst? Ich weiß nicht. Schaut so an dir vorbei, so in den Raum. Ich soll hier soll Zetariel sein. Ja, hier, ich mache hier den Platz frei, den Weg frei. Danke. Ich glaube, hier kommen gerade Informationen. Oh, das sieht aus wie Karten. Das Mädchen guckt sich so mit großen Augen an, sieht so viele Engel. Hallo? Hallo, bringst du Karten? Nein. Ich habe hier eine Nachricht für Zetariel. Ich deute auf Zetariel. Die, glaube ich, gerade wieder die irgendwie sehr stur guckt. Stur guckt, ja. Sie lauscht den Gedanken ihrer Schar. Das Skype-Logo mal überspielen, bis sie wieder da ist. Ja, ich bin ja da, ich muss nur immer die Kamera ausmachen. Das sind Inariets störende, springende. Das passt. So klingt das in unserem Kopf. Ja. Und da schmeißt es mich raus. Ja, jetzt bist du wieder da. Ja. Also, das junge Mädchen schaut. Du bist ja schon wieder raus? Nein? Nein? Schon wieder raus. Ah. Tja. Aber ich denke, Daniel, wollen wir dann schon gehen? Oder möchtest du abwarten? Ich kann warten. Je eher wir suchen, desto eher finden wir Informationen. Das ist eine weise Aussage. Komm. Ja. Ich nicke euch beiden zu. Ich mache mal gerade die Kamera aus, weil gerade will Skype nicht. Und wende mich dann an das Mädchen. Der Segen des Herrn mit dir, Kind. Ja. Wie gesagt, eine Nachricht habe ich hier. Nur speziell, nur für dich. Ich lasse sie mir aushändigen. Ja. Hab Dank. Diese lange Schriftrolle hat halt oben so an beiden Enden so zwei Holzstücke, die sie abschließen. Und ist mit einem großen Klecks Siegelwachs versiegelt. Erkenne ich ein Wappen auf dem Siegelwachs? Nee, kein Wappen drauf. Einfach so, dass keiner dran geht. Und man sieht, dass es, ja. Okay. Sonst noch etwas? Nein, ich sollte nur das Ding hier abgeben. Ich habe noch viel mehr zum Ausliefern. Zeigt auf ihren Rucksack. Vielen Dank. Man sieht, dass Inaria hinter ihr steht und so in den Rucksack so reinschaut und guckt, was da so rausguckt. Ja, dann kriegt er gedanklich an Inariel. Ja? Das sind Botschaften der Kirche, die nicht für dich bestimmt sind. Schade, ich kann eh nicht lesen. Ich trete einen Schritt zurück. Ich
mache mich dann jetzt mal auf den Weg und schau mal, ob ich an Karten komme. Mhm. Ich verlasse mal. Vielleicht kann dir ein Urelit die Umgebung beschreiben, sollte jemand schon da gewesen sein. Genau. Ich mache mich mal auch auf den Weg nach draußen. Was macht Lyriel? Ja, wenn jetzt alle gehen. Nein, ich würde auch dann mich empfehlen. Und ja, ich würde halt zusehen, dass ich ja entsprechend meines Auftrags auch handle. Ne? Also ich würde ja überlegen, wie das ist mit Werkzeug oder ob man Werkzeug nicht eher da findet und sich lieber nicht damit belastet, aber halt dafür sorgen, dass wir vor allem zum Beispiel Saatgut haben, was halt auch entsprechend dem Klima angepasst ist. Ja, sowas alles. Dass wir halt ordentlich Sachen anpflanzen können. Ja, und Proviant auch. Also vor allem so Notrationen, also alles, was so haltbar ist. Mhm. Okay. Ja, dann wirst du auf jeden Fall mit Proviant besorgen oder zumindest erstmal ausfindig machen, wer dafür zuständig ist und beschäftigt sein. Mhm. Ist vielleicht auch jetzt erstmal so auch eine Ablenkung von dem eigentlich. Du hast ja auch im Garten eigentlich Ablenkung gesucht. Ja. Und zumindest hat Lyria jetzt wieder eine Aufgabe, der man sich ganz widmen kann. Und Stimmen im Kopf. Ja gut, aber das ist ja nichts, das kennt ihr alle ja schon von eurer ersten Schar, dass das so ist. Richtig. Ja, wenn alle weg sind, mache ich die Schriftrolle dann mal auf. Ja, das ist ein Brief von einem kleinen Landgut in der Nähe der Stadt. Mhm. Und zwar schreibt dort eine Dame namens Clara dir. Mhm. Schreibt dir, dass ja, alles in Ordnung sei und sie sich bei dir melden wollte, sie schreiben gelernt hat und das jetzt ausprobiert. Und dass sie hofft, dass du bald wieder vorbeischauen kannst und nicht zu sehr involviert bist in die Geschicke von Roma Eterna. Mhm. Und dass Helena nach dir fragt. Ja. Jeden Tag. Dann werden alle anderen der Schar eine leichte Welle der Wehmut spüren, die durch den geistigen Kanal schwappt, die dann abrupt abbricht. Danach ist dann erstmal nichts mehr zu spüren. Einfach gar nichts. Man kann nicht wirklich sagen, wo sie hergekommen ist. Von wem jetzt genau. Aber sie ist auf jeden Fall da. Und Cetarie seufzt sehr schwer allein in ihrer Kammer, weil jetzt muss sie sich wohl verabschieden. Für eine sehr lange Zeit. Ja, vielleicht für immer. Vielleicht für immer, genau. Und sie holt so ein Holzkettchen, das sie unter ihrer Tunika getragen hat, mit dem Engelskreuz dran hervor, schaut es sich an und ruft sich dann selbst zur Ordnung, steckt es weg und ja, beginnt selber noch ein paar Nachforschungen anzustellen über den neuen Auftrag. Mhm. Schaut sich mal genauer an, was ja, das Gedächtnis ihrer Schar denn so zum Thema Einnehmen und Halten von Burgen. Mhm. Gespeichert hat. Ja. Oh, guck mal, Belagerungsmaschinen. Ja, die werden wir nicht haben. Vor allem wird erstmal, nachdem diese Welle der Wehmut ohne Herkunft durchgezogen ist, wird es quasi wie, ja, wenn man einen Stein in einen See wirft, wird es zumindest bei Lyriel noch größere Wellen auslösen. Sie hat ja auch so ein paar traurige Sachen, an die sie denken kann und ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, aber auf jeden Fall, ja, kann man da merken, dass es doch eher
gerade nicht so fröhlich zugeht in ihrem Kopf, weil es quasi ja angestoßen wurde und ja. Ja. Wird Zetaril wahrscheinlich nicht zurückkriegen, weil du hast ja die Verbindung unterbrochen in dem Moment. Ja, wenn Zetaril die Verbindung abbricht, ist die Verbindung zwischen allen weg. Deswegen hat sie einfach nur ihre Gefühle abgeschottet. Mhm. Das ist halt einfach nur wieder, sie hat gemerkt, scheiße, ich hab's durchgelassen, verdammt. Hat sich selber emotional kastriert. Und als sie dann das Echo spürt, ist das so ein... Ach, und sie stützt so den Kopf in die Hände, reiß dich zusammen. Murmelt sie laut zu sich selbst, aber in der Engelsprache, nicht in der Komm. Und dann, macht sie sich an die Arbeit. Ich muss besser aufpassen. Ähnliches können auch Leute um Muriel herum beobachten. Allerdings sagt sie eher, Proviant, was sollen wir nur mitnehmen? Und jetzt habe ich mir ja, wahrscheinlich voll ins Gesicht seid ihr gepackt. Ihr seid ja noch nicht so lange auseinander. Ihr seid ja gerade erst alle in einem Pulk aus dem Raum getreten. Und dann halt Muriel mit, Proviant. Also so ein kurzes Stocken von Proviant. Ja, diese emotionalen Wellen kommen, reagiert die Beryl erstmal auch körperlich, bleibt nämlich mitten im Gang stehen und legt ein bisschen den Kopf schief, als würde sie auf irgendwas lauschen. Man sieht, wie die Flügel und die Schultern so ein bisschen absacken. Und in dem Netzwerk kommt Mitgefühl an, aber auch ein kleines Gefühl von Trost spenden wollen. Sind alle so traurig. Oh. Nicht traurig sein. Das wird schon. Sagst du das laut? Ja. Nee, das ist dieses Gefühl, was von ihr ausgeht. Laut sagen, man sieht halt nur, dass ich stehen bleibe. Vielleicht rennt Daniel fast in mich rein, der ja wahrscheinlich dicht hinter mir geht. Dann drehe ich den Kopf und schaue ihn an, taxierend, ob vielleicht irgendwas davon von ihm kommt. Daniel wird definitiv in dich reinrennen, denn diese Welle, die da noch so gesendet wurde, die löst bei ihm so ein bisschen Aktionismus, nenne ich es jetzt mal, aus. Er ermahnt dich dann, komm, wir müssen Informationen finden, ich will wissen, was uns da erwartet. In der Bibliothek? Nein, in Skandinavien. Das werden wir erst in ein paar Wochen erfahren, wenn wir da sind. Viele Wochen. Viele, viele Flugwochen. Du wirst doch ein paar Bücher haben. Auch daran erkennt man, wie gut Liberia sich auskennt, wie schnell man fliegen kann. Ja, dann fürchte ich zur Bibliothek. Habt ihr eigentlich auch eine Bibliothek bei euch? In eurem Himmel? Ich habe nur unheimliche Gerüchte gehört und Geschichten. Hatten wir eine Bibliothek im Himmel? Du warst nie in einer Bibliothek, ne. Wir haben keine Bibliothek. Wir haben nützlichere Dinge. Was ist denn nützlicher als eine Bibliothek? Also eine Küche noch, ja, aber die kommt direkt dahinter. Wir haben interessantes Anschauungsmaterial. Jetzt bleibe ich wieder wie angewurzelt stehen und drehe mich um. So meine Flügelspitzen, die sich dabei streifen, wenn ich mich drehe. Anschauungsmaterial? Du meinst bestimmt Waffen. Auch, ja. Und Traumsaat. Sagt er vollkommen selbstverständlich. Ausgestopft. Auch. Die Gerüchte sind wahr?
das? Aber das ist doch gefährlich und unheimlich. Uff. Dann drehe ich mich wieder um und gehe so ein paar Schritte schneller von dir weg. Du hast noch keine getroffen, oder? Doch, die waren eklig und krabbelig. Und sie sind gefährlich, wenn du nicht weißt, wie du sie besiegst. Ich weiß. Deshalb lernen wir das von Anfang an. Das ist ja auch eure Aufgabe. Ich weiß. Ich verstehe das. Jeder hat seine Aufgabe bekommen. Aber dass ihr keine Bibliothek habt, ist schon sehr traurig. Ihr müsst euer Wissen niederschreiben für alle anderen. Das ist Ketzerei. Kämpfen lernt man nicht in Büchern. Nein, aber du hast gerade selbst gesagt, dass es wichtig ist, das Wissen zu haben. Dafür seid ihr da. Ja. Ja, schon. Ich bleib wieder stehen, dreh mich wieder zu dir um. Du erzählst mir, was du weißt, und ich schreibe es für dich auf. Abgemacht. Das freut mich. Hand drauf? Kennt er nicht? Also, so Handschlag oder sowas. Er blickt irritiert. Er erinnert sich, das vielleicht irgendwann mal bei einem Menschen oder so gesehen zu haben und schlägt dann ein. Ja, du merkst, sie hat einfach keinen Druck in der Hand. Im Gegensatz wahrscheinlich zu dir. Ich brech dir wahrscheinlich alle Knochen. Au. Da ist nicht mehr viel mit Schreiben jetzt. Memo, wir haben den ersten Notfall im Gang. Raphaelit, kannst du dich mal drum kümmern? Lyriel, Achtung! Du hast mir hoffentlich Knochen. Deine linke Hand gegeben. Was? Du hast mir hoffentlich deine linke Hand gegeben. Wieso die linke? Wenn du mit rechts schreibst. Nein, ganz klassisch die rechte. Noch bin ich nicht weit weg. Es kommt also im emotionalen Netzwerk ein, oh, das tut weh an. Wahrscheinlich hat sie wieder ein paar Bücher umgeschmissen. Ja. Ja, und dann stoße ich vor uns die Türen zur Bibliothek auf. Und so viele Bücher habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da sind kaum welche, aber ja. Denkst du dir, so viele Bücher habe ich noch nie gesehen, während ich sage, hier sind so wenig Bücher. Uns ist ein Vielfaches davon zu Hause. Der ganze Turm ist eine Bibliothek im Grunde. Ich vermisse es. Ich frage mich kurz, wofür man so viele Bücher braucht, aber lass mir das nicht anmerken. Ja. Und so sind unsere Engel ausgeschwärmt. Lyriel versucht sich als Zusammensucherin von Proviant und versucht Organisationen. Ist vielleicht gar nicht so ihr großes Talent, organisieren. Aber vielleicht lernt sie das dabei, dass sie jetzt Proviant organisieren muss. Vor allen Dingen, wie viel essen Engel überhaupt? Da brauchst du eigentlich gar nicht so viel. Aber Liberien hat ja gesagt, sie kocht gerne. Vielleicht doch wieder. Also da muss Lyriel wahrscheinlich sehr viel nachdenken. Inariel auf der Suche nach einem anderen Urieliten, vielleicht nach Alexandriel. Ob er eine Karte hat. Weil du wünschtest dir deinen Rameliten jetzt her, der wüsste sofort, wie man schnell an Kartenmaterial kommt. Ob das Liberiel wohl auch kann. Zitariel immer noch und mit unterdrückter Emotion vor dem Brief stehend. Daniel, die mit etwas abschätzigem Blick die Bibliothek mit den Blicken durchschauend. Und Liberiel mit diesem, ach, wäre ich doch, wo es in Ramiels Land Blick. Und mit diesen Szenen verlassen wir unsere Engelschar für heute und schauen dann mal, wie es in 2 Wochen weitergeht.
wie sie ihre Reise organisiert bekommen und ob sie dann schon in Raguels Land im Norden ankommen und was sie dort vorfinden werden. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich habe endlich mal wenig sagen müssen. Das finde ich gut. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch dann bei der Begegnung zu kennenzulernen. Ihr seid ein ganz schön bunter Haufen. Ich werde wahnsinnig. Oh. Du hast es dir so ausgesucht. Ja, kann man so sagen. Du hast dich ja von deinem Ordensoberen beschwatzen lassen. Ja, du hättest doch Michaeliten. Weißt du? Hättest doch einfach andere Namen von der Liste nehmen können. Wir waren noch die Besten auf der Liste. Also. In der Tat. In der Tat. Da war so ein göttliches Leuchten drüber. So. Du meinst so ein Ausrufezeichen. Sie hat einfach all die Namen genommen, wo nebendran Koala gemalt war. Genau. Das geheime Zeichen für, die sind echt gut. Und jetzt bezweifelt sie das geheime Zeichen und dessen Nutzen. Hm. Ich wurde betrogen! Ja, ich denke, das wird schon eine sehr lustige Sache. Eure Reise nach Skandinavien oder nach Raguels Land, wie es eigentlich in Time heißen müsste. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Bedanke mich, dass ihr so toll mitgespielt habt. Und bedanke mich bei im Schnitt fast 20 Zuschauern. Das ist ganz ordentlich, finde ich. Dafür, dass es hier kein DSA ist und so. Danke, danke. Und vor allen Dingen habe ich hier auch schick gemacht. Ja, vor allen Dingen habe ich hier auch ein paar Namen gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe hier so im Chat. Das ist ganz nett, so ganz toll, finde ich das. Ich gucke nochmal, wer jetzt so gerade noch irgendwie da ist. Irgendwie so eine Akroma ist da und Chitava und ich hoffe, ich mache die Namen nicht kaputt. Commander Root und D-Rex und Feuerwehr und Hortney und Yamera natürlich und Loki's Vibe noch natürlich. Oh ja, ja, ihr treibt die Zuschauerzahl nach oben. Lux, Lyasha, Mr. Magister, Nippletitch, Redpack, Steelhammer, Sturmkrähe, Jairobi, Kagrim habe ich heute auch schon gesehen. Ganz, ganz viel. Der Newman war da. Genau, Newman war da. Genau, ganz viel. Der musste leider arbeiten jetzt. Aber hoffentlich kommt er schnell wieder heim. Und nicht so kaputt. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, in wahrscheinlich 2 Wochen, jeden zweiten Donnerstag, geht es ab sofort weiter. Dann immer mit dieser Engelrunde. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Pen and Paper Rollenspielen, dann schaut ihr da oben. Da. Ich glaube, es ist wieder über mir. Über Yamera läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nerdpol durch. Da könnt ihr euch mal umschauen. Da gibt es einen großen Stream-Kalender. Da ist jeden Tag, wahrscheinlich, also fast jeden Tag, mindestens ein Rollenspiel-Stream für abends oder den Tag über drin. Da könnt ihr jeden Tag Rollenspielrunden hören und gucken. Und wenn ihr mal mitspielen wollt, findet ihr da auch immer nette Leute, die mit euch zusammen zocken möchten. Und falls ihr irgendwie ein System spielen möchtet, was da nicht irgendwie angeboten wird, dann macht das doch einfach selber und fragt die Leute. Ich habe noch nie eigentlich jemanden getroffen, der gar keine Runde gefunden hat dort. So, wenn er sich angestrengt hat. So. Ja, also ich lege euch den Nerdpol ans Herz und ja, ansonsten, falls ihr das auf YouTube nachschaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet, was ihr von der Schar haltet, ob Zitariel sich dazu viel zumutet. gerne auch konstruktive Kritik. Was wollen wir besser, was wollen wir schlechter machen? Wir haben heute nicht gewürfelt. Das hat den Grund, dass dieses System keine Würfel besitzt. Aber wir haben auch heute keine Karten gezogen, aber vielleicht kommt das irgendwann mal. Ja, das muss auch in diesem System nicht. Es ist ein Erzählsystem. Und vielleicht erkläre ich das dann, wenn es relevant wird. Gut. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu fragen, wie es denn bei euch so weitergeht. Ich klang mal bei denen an, die hier unter dem Nordpol sitzt. Yamera, wann gibt's bei
euch auf dem Katze-und-Wolf-Kanal denn was Neues? Ja, genau. Ich habe ja, oder Hotney und ich haben ja zusammen den Kanal von Katze und Wolf auf YouTube. Da geht am Samstag das One-Shot-Abenteuer in die zweite Runde. mit ja, meinem monatlichen One-Shot Arcane Codex System mit dem Erbe der Comtesse du Colline. Die Heldengruppe hat das Anwesen betreten, hat sich durch das erste Obergeschoss gearbeitet, festgestellt, dass alles Wichtige sich im Erdgeschoss befindet, haben jetzt aber den richtigen Weg gefunden und stehen an der Kellertreppe, die hinunterführt. Es ist Nacht, draußen tobt ein Gewitter und wir werden mal sehen, was die Spieler da unten erleben. Genau, mit dabei haben wir Liliane, Hotney und irgendwie vergesse ich gerade. Tim. Genau. Und Tim. Ein richtiger Neuling, der noch nie online irgendwie gespielt hat. Mit dem wir bisher nur vom Tisch kennen, der viel zu wenig Runden hat. Und deswegen ich da sehr froh bin, dass er mit dabei ist. Ja. Genau. Und dann. Dann erst Ende des Monats. Genau, und ansonsten sieht man uns noch auf dem Kanal von Mischka am 24. bei der Königsmacherrunde. Teil 2 Schaf hier ist Schwur. Und dann gibt es am 28. City of Mist die erste Gruppenrunde. Ja. Findet statt. Ein Noir-Setting. Wir haben uns ein alternatives Sydney gebaut. Ja, wo Tote gefunden wurden und die Polizei sieht keine Notwendigkeit zu handeln. Wir, die Rifts, die mehr sehen als die Polizei, sehen aber durchaus eine zwingende Notwendigkeit, da was gegen zu machen. Ja, bin mal gespannt. City of Mist, ein relativ neues System, glaube ich. Deswegen, ja, letztes Jahr erst Kickstarter, glaube ich. Genau, deswegen auch relativ unbekannt, aber schaut euch das unbedingt an. Also das klingt ja schon mal sehr spannend. Ja. Katze und Wolf heißt der YouTube-Kanal und falls ihr das nicht findet, dann guckt ihr einfach auf Nerdpool, da wird es auf jeden Fall verlinkt sein. Ja, und Daniel, D-Rex, gibt es engelsmäßig oder gibt es da inzwischen noch irgendwas? Auf meinem Kanal sind Dinge geplant, aber solange da noch nicht spruchreif ist, sage ich da nicht groß was zu. Sehen kann man mich in 2 Wochen am Montag, am 27. Bei Rerion auf dem Kanal in Vampire Dark Ages. Da haben wir letzten Montag ein mehr oder weniger freudiges Wiedersehen mit unseren Erzeugern gefeiert und große Aufträge bekommen, wo wir noch nicht so ganz wissen, ob wir davon begeistert sein sollen. Ja, klingt spannend. Vampire ist auch sehr beliebt und Dark Ages, glaube ich, ist ja auch was ganz Nettes. Ja, Veda, wo sieht man dich das nächste Mal? Sehen tut man mich das nächste Mal tatsächlich bei Klingen der Nacht. Auf meinem Kanal wird es diesen Monat leider relativ still sein und bleiben. Es liegt unter anderem daran, dass meine Wechselbike-Runde leider keinen gemeinsamen Termin für diesen Monat gefunden hat. Also kein Wechselbike diesen Monat. Schade. Aber es ist etwas geplant, was wahrscheinlich so im Juni, Ende Juni spätestens anlaufen sollte, wenn es nach mir geht. Und zwar ein One-Shot in 3 Akten. Ja, ich habe diesen Begriff erfunden und der ist gut. Und dazu gibt es dann auch mehr auf dem Nerdpool. Ja. Ja. Hier kommt gerade eine Frage von Akroma. Ja, die Vampire-Runde kann man auf YouTube sehen. Die ist auf dem Kanal von Rerion. Falls du da Probleme hast, das zu finden, schau einfach mal auf dem Nordpol vorbei. Da ist die auf jeden Fall auch verlinkt, wenn sie stattfindet. Und wenn du ins Stream-Archiv guckst, ich hoffe, der Rerion hat sich schon eingetragen. Wenn noch nicht, dann wird das irgendwann jetzt die nächsten Tage kommen. Im Nordpol gibt es auch ein großes Stream-Archiv. Da könnt ihr halt die bisher schon gelaufenen Streams immer nachschauen. Also sonst
einfach mal Vampire V20 Dark Ages suchen. Da gibt es im deutschsprachigen Bereich tatsächlich noch gar nicht so viel. Vielleicht, weil das gerade erst auf Deutsch erschienen ist. Ja, genau. Also wenn du da Interesse hast, du findest das auf jeden Fall. Ja, gut. Hotney hatten wir schon mit... ja, ich weiß nicht, wie gibt's bei dir auch irgendwas, Loki? Kann man dich irgendwo anders noch sehen, außer bei mir? Nee, momentan habe ich online nur die Engelrunde. Ist quasi Engel-exklusiv. Exklusiver Content hier. Hat der Koali sich die Alleinrechte geschnappt. Ja, waren teuer, Mann. Schnäbelverträge. Ja, gut. Ja. Dann haben wir da ja nicht viel zu erzählen. Ja, aber Yamera wollte noch was anderes ankündigen. Irgendwie noch mehr Werbung machen. Einmal. Ja, und zwar für eine nicht Online-Aktion, sondern eine, die tatsächlich im realen Leben, in der realen Welt stattfindet. Aber das findet nächsten Monat statt im Juni, und zwar am 22. Juni. Das ist ein Samstag und diejenigen, die da Zeit haben, können sich sehr herzlich eingeladen fühlen nach Göttingen zum Nachbarschaftszentrum Holtensener Berg. Da findet die von Hotney und mir das erste veranstaltete kleine Rollenspieltreffen statt. Göttinger Rollenspiel-Event, kurz Göre. Wenn ihr Zeit habt, kommt gerne vorbei. Könnt uns gerne anschreiben, entweder in Kommentaren unter unseren Videos oder über Discord oder über das Nerdpool-Forum, wenn ihr da Bock habt, vorbeizuschauen und vielleicht Lust habt, die ein oder andere Runde da zu geleiten. Bisher angekündigt ist Cyan, Arcane Codex, der eine Ring und... Das war's bisher. Aber da kommt noch ganz viel. Das sind so die ersten, die gesagt haben, sie machen was. Genau. Ja. Fühlt euch eingeladen. Je mehr, desto besser. Es wird Kuchen geben, auf jeden Fall. Tee, Kaffee, Getränke. Es ist alles vor Ort für einen kleinen Obolus und eine kleine Spende ans Nachbarschaftszentrum. Ja. Und man kann Hotney und Yamera mal in Persona treffen. Ja. Die schreiben auch Autogramme, habe ich gehört. Gut, genug Werbung. Ja, gut. Also, vielen, vielen Dank für alles. Ihr da draußen im Chat und ihr Mitspielerinnen und Mitspieler. Wir sehen uns bei dieser Runde wieder in 2 Wochen. Ansonsten schaut am Sonntag wieder bei mir rein. Sonntags gibt's immer was Tolles, dieses Mal Vampire. Mal gucken. Ja, und nochmal hier für den Akroma. Du musst dich gar nicht registrieren, wenn das ein Hindernis ist für dich. Im Nordpol kann man das Stream-Archiv, glaube ich, auch als Nicht-Registrierter. Nicht? Kann man nicht? Ja, das Stream-Archiv dann nicht als Registrierter. Ja. Dann musst du dich wohl doch. Aber es kostet nichts. Ja. Und lohnt sich. Lohnt sich, ja. Viele tolle Sachen bei. Ansonsten kannst du den Kalender bedienen, denn dafür muss man sich nicht anmelden und dann mal vielleicht zurückgehen auf den Montag. Vielleicht ist da der Stream von Rebellion von Montag noch drin. Gut. Oder? Ja? Oder auf den 27. vor, da ist nämlich die neue Veranstaltung schon eingetragen. Oder darauf, ja. Genau. So, und Feder macht hier wieder Werbung für Skype, bevor sie damit fertig ist. Ja, sag ich herausfinden, was ich Skype opfern muss, damit es mich in Ruhe lässt. Ja. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.